Ja, wir begrüßen heute Professor Max Otte bei unserer vierten Podiumsdiskussion mit Experten zum Geldsystem im Allgemeinen und zur aktuellen Krise der Währungsunion in Europa. Und ich freue mich sehr, dass er zu uns gefunden hat und bedanke mich recht herzlich für das Kommen. Ich möchte Ihnen jetzt eigentlich am Anfang gleich Gelegenheit geben, denjenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, was eigentlich in den letzten Jahren fast unmöglich ist, aber einige kennen ihn vielleicht doch nicht, sich kurz vorzustellen und mache dann anschließend weiter. Ja, Max Otte, Jahrgang 1964, deutscher und amerikanischer Staatsbürger, auch Unternehmer, auch selber im Finanzsektor durchaus tätig, aber Kritiker des Banken- und Finanzsystems, so wie es sich darstellt. Und gleich zu Anfang ist es gut, dass es die Piraten gibt. Seht euch, was da in der offiziellen Politik im Moment passiert, ist zum Teil, wie Frau Wagenknecht auch gesagt hat, ein kalter Putsch gegen das Grundgesetz. Und da brauchen wir wirklich neue Kräfte, die das aus der demokratischen Perspektive kontrollieren und neu einordnen. Also von daher freue ich mich besonders, hier dabei zu sein. Ja, das war ein Statement, was mir persönlich sehr gut gefällt, Herr Otte, weil ich sehe das in weiten Teilen genauso. Wenn ich heute Abend eine erste Frage an Sie stellen kann, dann lautet sie: Sie haben viele Bücher wieder aufgelegt, die im Zusammenhang standen mit der letzten großen Krise vor 80 Jahren. Ich denke da an Kindleberger zum Beispiel, den Sie neu aufgelegt haben. Und man sieht, dass Sie lange in Amerika, in Princeton, glaube ich, waren. Welche Krise haben wir eigentlich im Augenblick? Also eine Bankenkrise, eine Staatsschuldenkrise, eine Wettbewerbsfähigkeitskrise, also Leistungsbilanzkrise, oder eine Vertrauenskrise, also da Stichwort Kapitalflucht, oder eine Vermögensverteilungskrise? Das ist schön gefragt. Wir haben natürlich ein bisschen was von allem. Ich will versuchen, das kurz auseinander zu sortieren. Wurzel des Übels ist die Entfesselung der Finanzmärkte, also die Förderung der Spekulation zu Lasten der Realwirtschaft. Ich kann das an ganz, ganz vielen Beispielen von der Bankenregulierung über Finanzmarktregulierung belegen, dass wir also spekulative Geschäfte extrem fördern und realwirtschaftliche Geschäfte bestrafen. Das Zweite ist, dass sich eben tatsächlich so etwas wie eine, ich nenne das Finanzoligarchie, klingt fast wie ein sozialistischer Kampfbegriff, ist aber ein Begriff des angesehenen amerikanischen Verfassungsrichters Louis Brandeis, der immerhin von 1916 bis 1938 Mitglied des Verfassungsgerichts war, sehr angesehen, Berater von Woodrow Wilson, der genau vor 100 Jahren ein Buch geschrieben hat, das Geld anderer Leute und wie Banker es benutzen, und wo er von dieser Finanzoligarchie der Investmentbanker spricht. Das ist also eine kleine, aber überaus mächtige Gruppe innerhalb der Finanzwirtschaft, die letztlich mittlerweile in vielen Bereichen Gesetzgebungsverfahren bestimmt und dominiert, die die Politik vor sich hertreibt. Und die Politik und die Bürgerinnen und Bürger haben irgendwie noch keinen Weg gefunden, dagegen vorzugehen. Und das Erschreckende ist, dass Brandeis das Ganze vor 100 Jahren geschrieben hat. Wir hatten nämlich vor 100 Jahren mal eine ähnliche Situation, die dann erst im Ersten Weltkrieg und dann aber in der Krise von 29 endet, und haben dann nach 29 die Finanzmärkte reguliert. Und das hat bis in die späten 70er gehalten. Und seitdem wird das alles dereguliert. Die Spekulation nimmt überhand. Und wenn Sie gleichzeitig die Spekulationswirtschaft fördern, das Geld mit Geldverdienen fördern, dann bekommen Sie auch eine immer ungleichere Vermögensverteilung. Dann bekommen Sie auch immer mehr Staatsschulden, denn die werden ja wieder von den Pensionskassen, von den sehr Reichen gehalten, und so weiter und so fort. Sie bekommen also eine neue Kaste oder Klasse, ich sage das ganz offen, die letztlich an den Futtertöpfen der verschiedenen Länder sich als erstes bedient. Und das ist ja auch nichts Neues in der Geschichte der Menschheit, dass es immer wieder privilegierte Kasten und Klassen gab, die auf Kosten der anderen leben. Und in der Situation sind wir bald wieder. Aber welche Rolle spielt da eigentlich die Struktur des derzeitigen Weltfinanzsystems? Das stand ja im Herbst 2011 nach einer Studie der BIZ wieder vor einem neuerlichen Zusammenbruch. Wie bewerten Sie da den Zusammenhang, was Sie eben geschildert haben, mit der Struktur, die im Augenblick da vorherrschend ist? Also wenn Sie natürlich das Marktvolumen grenzenlos steigern, also die Derivate, Volumen der Derivate ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren um den Faktor 100 explodiert. Also wenn Sie diese wahnsinnig schnellen Kapitalflüsse haben, wenn Sie auch das Kapital immer ungebundener haben, dann kann das natürlich wie in einem großen Gefäß schnell hin und her schwappen und kann das Gefäß sozusagen zum Wackeln bringen. Also wir brauchen da Grenzen, wir brauchen Bremser.
Das andere ist, also ich glaube nicht, dass das System im Herbst 2011 wieder schon wieder vor Zusammenbruch stand, aber es mag so sein. Im Moment ist es so, dass letztlich, wenn irgendwo Geld fehlt, die Notenbanken drucken. Und dass ich also jetzt nicht glaube, dass wir einen tatsächlichen Zusammenbruch haben, nur vermehren wir dadurch das Geld immer mehr. Und Geldvermehrung alleine schafft keinen Reichtum, die schafft uns neue Probleme. Also diese massive Gelddruckerei, das ist dann tatsächlich die Sache, wie mit dem Drogensüchtigen, der also immer mehr bekommt oder alkoholsüchtig oder was auch immer. Also wenn sie dann immer mehr davon geben, dann wird die Abhängigkeit immer größer und das ist ein Problem. Vielleicht mal eine grundlegende Frage an den Arne weiterzugeben. Der hat zwei Fragen hier im Teil A formuliert, die man vielleicht vorziehen sollte, weil er ist einer unserer Fachleute für die Geldschöpfung des Geschäftsbankensektors. Und ich möchte ganz kurz mal an ihn übergeben für seine zwei Fragen. Einen schönen guten Abend. Wir haben eine sehr heiße Diskussion über Geldschöpfung und Geldschöpfungsgewinn. Meine erste Frage ist eigentlich, welche Rolle spielt die Geldschöpfung des Geschäftsbankensektors bei der Finanzkrise 2008? Aus meiner Sicht ist diese Krise so eine Art Geldschöpfungsexzess und dass sich die Geschäftsbanken gewissermaßen auf diese Geldschöpfung stürzen, durch Blasenbildung, anstatt ihre Aufgabe in der Realwirtschaft zu erledigen oder da tätig zu sein. Ja, man muss jetzt nochmal den Begriff Geldschöpfung vielleicht auch für die Arbeitsgruppe kurz sagen. Wenn also in der Bank, wenn ich da Geld reinlege als Sparer, dann kann ein Großteil des Geldes ja weiterverliehen werden, weil die Sparer es in dem Moment nicht zurückfordern. Und dann hat die nächste Bank was und die kann es wieder weiterverleihen. Ich möchte das ein bisschen ausdehnen, denn die eigentlichen Geschäftsbanken, also in Deutschland die Sparkassen, die Volksbanken, die Raiffeisenbanken, haben eigentlich sehr nachhaltig agiert. Die spielen natürlich auch eine gewisse Rolle in der Geldschöpfung, aber eher eine geringere. Also es ist nicht nur die Geldschöpfung, sondern es ist eben auch die Kreditschöpfung, die pyramidenförmige Vermehrung von Strukturen und Produkten. Also wenn Sie ein Produkt schaffen, ein Subprime-Produkt verbriefen, das hat irgendjemand dann in der Bilanz, dann beleiht er das wieder, hat noch mehr Kredit. Also es ist in der Tat, ich würde es etwas weiter fassen, die übermäßige Geld- und Kreditexpansion und Expansion der Finanzprodukte. Das ist ja letztlich ein Komplex, also eine der Hauptursachen der Krise, da gebe ich Ihnen recht. Ein nächster Punkt, der bei uns heiß diskutiert wird und noch nicht zum Abschluss gekommen ist, ist die Frage, erzielen Geschäftsbanken durch Chiralgeldschöpfung einen Geldschöpfungsgewinn? Gute Frage. Müsste ich darüber nachdenken, wenn ich Geld reingebe, das geht weiter, dann ist es ja im Prinzip ein normales Kreditgeschäft. Aber die nächste Bank hat dieses Geld dann wieder. Muss ich jetzt passen? Muss ich tatsächlich, ich glaube, die Diskussion, die Sie da haben, ist verdient. Muss ich passen? Wenn wir natürlich 100% Geld haben, also das Chiralgeld hinterlegen, dann sind die Gewinnmöglichkeiten geringer. Das ist völlig klar. Aber ob es jetzt durch die Geldschöpfung ist oder ob der Gewinn durch die Kreditweitervermittlung kommt, da müsste ich nochmal drüber nachdenken. Das geht den meisten hier so, mir persönlich auch. Ich habe auch bisher abschließend noch keine Entscheidung treffen können. Und insofern sind Sie da nicht alleine. Ja, da sind wir ja schon mitten im Geschehen, aber bleiben wir weiterhin bei der Entwicklung der Krise, wie sie angefangen hat. Das war ja dann eine Überraschung, als 2007, 2008, nachdem wir 30 Jahre gehört haben, die Finanzmärkte könnten sich selbst praktisch stabilisieren, diese effiziente Finanzmarkttheorie, dass es dann auf einmal halt Bumm gemacht hat und es nicht so war. Sie haben ja damals ein Buch darüber geschrieben im Vorfeld. Und wie kamen Sie eigentlich darauf, dass das praktisch kommen wird? Wieso waren Sie derjenige oder einer der wenigen, die das genau vorhergesehen haben? War das auch ein bisschen Glück oder waren Sie einfach ganz sicher, dass das kommen wird? Ich war ziemlich sicher und ich habe ehrlich gesagt, bin mit der Idee seit 1989 schwanger gegangen, weil 1989 ein unbekannter College-Professor in Amerika ein ähnliches Buch geschrieben hatte, The Great Depression of 1990. Die Argumente, die er gebracht hat, waren vollkommen zutreffend, aber er war viel zu früh und ich habe dann mich weiter in die These vertieft. Das war übrigens damals 1989 ein absoluter Bestseller in Amerika und der Mann hat recht, habe ich gedacht und habe das dann wirklich mir vertieft angeschaut, habe mir die Anzeichen angeschaut und habe dann 2005 gesagt, jetzt musst du dieses Buch langsam schreiben. Also das hat sich immer mehr verdichtet. Ich habe das Ganze übrigens im Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 2010
detailliert in einem Artikel der Crash-Prophet, die Ökonomen und die Wissenschaft von der Ökonomie dargelegt, wie ich zu dieser Crash-Prognose kam. Das sind verschiedene Gründe, aber es war auf keinen Fall beliebig und ich bin ja auch nicht als Dauer-Crash-Prophet durch die Welt gereist und habe das auch nicht vor. Also es hatte schon seine konkrete Geschichte, warum ich das zu dem Zeitpunkt so geschrieben habe. Jetzt ist ja diese Krise damals unter den G20-Ländern nach einigen Schwierigkeiten kooperativ gelöst worden. Man hat sich geeinigt, nach dem Untergang von Lehman Brothers keine systemrelevante Bank mehr pleite gehen zu lassen, hat weltweit Konjunkturprogramme angesetzt. Und dann ist die Welt irgendwie im Jahr 2008, 2009 einigermaßen glimpflich noch aus dieser Sache herausgekommen mit einem weltweiten Rückgang des Bruttosozialprodukts von, glaube ich, ungefähr um die 4%. Aber seitdem habe ich den Eindruck, ist diese Kooperationsfähigkeit der G20 erlahmt und die Finanzindustrie hat es geschafft, aus dieser Finanz- und Bankenkrise, zumindest in Europa, eine Staatsschuldenkrise zu machen. Was sagen Sie zu dieser Aussage? Ja, das ist ein gigantischer PR-Erfolg der Finanzlobby, wenn man sich überlegt, Sie haben es ja eben schon gesagt, dass wir als Bürgerinnen und Bürger im Prinzip die Chose bezahlt haben über mehr Staatsschulden. Wir haben die Banken gerettet, wir haben die Finanzdienstleister gerettet und jetzt wird den Staaten und uns die Schuld in die Schuhe geschoben. Also das ist schon gigantisch, was die Finanzbranche da als PR-Leistung hinkriegt. Aber wenn man sich überlegt, dass in den USA auf einen Abgeordneten 4 Finanzlobbyisten kommen, dass vor 2 Jahren da ja auch dieser Hilferuf war im Europäischen Parlament, Hilfe, wir werden von Lobbyisten überrollt, und dann ist es vielleicht nicht mehr so erstaunlich. Und wie gesagt, wir haben damals die Feuerlöschung, die hat funktioniert. Aber wir haben ja das System insgesamt und das, was jetzt noch steht an Gebäuden, die haben wir quasi mit hochbrennbarem Material wieder aufgebaut. Also wir haben sehr, sehr wenig bis fast nichts gemacht, um letztlich eine Wiederholung zu verhindern. Ich habe da mal eine ergänzende Frage. Hätte aus Ihrer Sicht damals eine Chance bestanden, mit der Finanzindustrie einen Deal zu machen, dass sie sich im Grunde genommen auf eine Finanztransaktionssteuer als Gegenleistung einlassen? Oder sehen Sie, die damalige Regierung hatte gar keine andere Alternative, als dem zuzustimmen, was gemacht wurde? Also damals waren die Regierungen sicherlich überrascht und überrollt, zumindest die europäischen. Ich würde nicht sagen, die amerikanische, die hat immer 1, 2 Leute von Goldman Sachs, wie damals den Finanzminister. Also die haben schon Leute, die wissen, was für ein Spiel gespielt wird. Dasselbe in England. Aber in Deutschland, Österreich, Schweden, Frankreich, wir waren ganz schön überrollt. Das hat also wirklich dann auch 2, 3 Jahre gedauert, bis die Frau Merkel bei all ihrer Intelligenz wahrscheinlich halbwegs kapiert hat, was da für ein Spiel gespielt wird. Sie hat ja dann irgendwann auch mal gesagt, sie sucht noch den ehrlichen Berater. Da war sie gerade etwas verschnupft über Herrn Ackermann. Von daher, ja, die Möglichkeit eines solchen Deals hätte bestanden, aber da hätten die Staaten schon mit Konzepten quasi vorbereitet sein müssen und hätten dann auch die Chance des Moments nutzen müssen. Und die waren damals einfach noch nicht so weit. Ein anderer Deal, da kommen wir sicher später dazu, wäre gewesen, Frühjahr 2010, Merkel, wenn sie am Freitag hingestanden hätte und gesagt, Griechenland ist insolvent, also mit Papandreou, Barroso und den Gläubigerbanken, gesagt hat, wir verhandeln übers Wochenende den Schuldenschnitt und wenn ihr nicht zustimmt, dann ist Griechenland am Montag pleite. Und dieser Deal wäre viel realistischer gewesen. 2008, 2009 hatten die Staaten zumindest in Kontinentaleuropa noch gar nicht drüber nachgedacht, was da eigentlich letztlich passiert. Ja, das wäre eigentlich die Tatsache gewesen, man hätte das Bailout-Prinzip aufrechterhalten, also dass man es nicht macht. Man hätte dann vielleicht gedroht den Gläubigern, dass die Staatsanleihen halt dann wertlos werden. Und wahrscheinlich hätte man dann die Gläubiger in den sogenannten Pariser und Londoner Club bringen können, wie das ja sonst geregelt worden ist, vorher zu viel geringeren Kosten. Ja eben, das ist das Erschreckende, dass es genau diese Möglichkeiten der Umschuldung und der Schuldenrestrukturierung ja immer gegeben hat bei Drittweltländern. Bei Griechenland hat man das jetzt als Anlass genutzt, die Bürgerinnen und Bürger in Europa weiter zu erpressen. Und das ist schon dramatisch. In dem Zusammenhang auch gleich anschließend die Frage, wieso hat die Frau Merkel den IWF in die Rettungsmaßnahmen in Europa mit hineingezogen? Sie werden lachen. Ich habe das sogar damals selber in 2, 3 Interviews ins Spiel gebracht, als Herr Schäuble sich noch ganz dagegen wehrte. Damals prallten diese, sagen wir mal, die französische und die deutsche Auffassung massiv aufeinander. Wir Deutschen haben gesagt, geordnetes Insolvenzverfahren, letztlich Pariser Club oder was auch immer, wäre ja nicht ganz anders gewesen. Die Franzosen haben gesagt,
Deutschland, bitte mach die Geldbörse auf und lass uns neues Geld geben. Vor allem, weil natürlich auch französische Banken da unten relativ stark engagiert sind. Und der IWF hat in dem Zusammenhang, hat natürlich es ambivalent zu sehen, aber in dem Zusammenhang hat er etwas Druck von Deutschland genommen und hat das Ganze auf eine, sagen wir mal, internationalere Ebene gehoben. Ja, das ist interessant. Bevor jetzt gleich Robert Arnold, unser erster Gast am Saalmikrofon, eine Frage stellen darf, noch eine letzte. Frankreich hat im Juli 2011 vorgeschlagen, dass der EFSF frische und gebrauchte Anleihen kaufen sollte, sie bei der EZB hinterlegen darf, um dann wieder frisches Kapital aufzunehmen, also unter Umgehung der Privatbanken. Das wäre vertragskonform in den europäischen Gesetzen gewesen, aber die Finanzindustrie hat sich natürlich dagegen gestellt und das mitverhindert, zusammen mit der deutschen Regierung. Das ist mir jetzt neu, dass die Finanzbranche auch dagegen war. Ich kann da nur mutmaßen. Also die Lösung, dass der EFSF zu einer Art Bank wird, die wurde ja diskutiert, das ist sicherlich nichts, wo ich jetzt Jubelschreie mache. Es ist ungefähr die amerikanische Politik, dass man den ganzen Müll aufkauft, wiederum auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger, aber sozusagen damit eine Müllentsorgung macht, nachdem vorher die Finanzbranche kräftig dran verdient hat. Die Amerikaner haben das gemacht. In der Fed-Bilanz schlummern 2 bis 3 Billionen jetzt an faulen Papieren. Das könnte Europa natürlich auch machen. Und dann wäre zumindest der Müll aus der Vergangenheit mal irgendwo entsorgt auf unsere Kosten. Und man könnte nach vorne gucken. Was mir daran eben nicht gefallen hat, ist, dass wir bei dem Thema Insolvenzverfahren, also Beteiligung der Finanzbranche, nicht weiterkommen. Also das ist auch von zwei Seiten zu beurteilen. Für mich klingt die Option, Griechenland gleich pleite gehen zu lassen, auch sehr attraktiv. Meine Frage an Sie ist daher, zu welchen Konsequenzen hätte das für Deutschland geführt? Das weiß natürlich keiner genau, aber die ganzen Spitzenpolitiker in Deutschland haben ja, also Merkels Diktum, scheitert Griechenland, scheitert der Euro, scheitert Europa. Davon stimmt keine einzige Aussage. Die drei hängen auch nicht miteinander zusammen. Das ist also eine völlig in die Luft geworfene Geschichte. Griechenland ist gescheitert. Den Griechen geht es im Großen und Ganzen dreckig, trotz einer sogenannten Rettungspolitik, die ja keine Griechenland-Rettungspolitik ist. Wir haben ja wieder die großen Finanzmarktakteure gerettet. Also Griechenland ist gescheitert. Was Merkel meint, wenn Griechenland nicht mehr brav seine Zinsen an die großen Akteure bezahlt, das war das Erste, dann zweitens scheitert der Euro. Warum scheitert der Euro, wenn ein Land ausscheidet, das 2,6% der europäischen Wirtschaftsleistung hat und dann quasi mit eigener Währung demokratisch seinen eigenen Weg wieder bestimmen kann? Und drittens, warum scheitert dann Europa? Griechenland wäre weiter Mitglied der Europäischen Union, wie 10 andere Nicht-Euro-Länder auch. Aber das ist das eine, dann wurde von Flächenbrand geredet und von, das wäre schlimmer als Lehman und Europa würde dann völlig untergehen. Also wir wissen es alle nicht, das muss man wirklich fairerweise sagen, aber ich halte das für Panikmache. Es wären einige griechische Banken pleite gegangen, die hätte man unter Umständen rekapitalisieren müssen. Es wären vielleicht 1, 2 und 2, 3 französische und italienische Banken in Schwierigkeiten gekommen, aber dann hätte eben dann der jeweilige Staat, Frankreich, Italien, 10, 20 Milliarden einschießen müssen und fertig. Also diese Kettenreaktionen, die hätte man relativ schnell unterbunden und man hätte eben diejenigen, die da als Gläubiger, private Gläubiger, die Gewinne gemacht haben, hätte man auch das Risiko tragen lassen. Also ich sehe diese Kettenreaktion nicht. Ich sehe das als Panikmache für die herrschende politische Elite und auch die herrschende Finanzelite, denn wir haben ja letztlich den Reichtum der griechischen Finanzelite gerettet. Und mit diesem Kaputtsparpolitik, der wir jetzt in Griechenland machen, dass da Reformen kommen müssen, ist ohne Frage. Aber die Kaputtsparpolitik führt dazu, dass Land am Boden ist und dass Goldman und andere jetzt ganz billig sich da im Zuge der Privatisierung Unternehmensanteile kaufen können. Und das ist schon schlimm. Und ein zweites Lehman wäre Griechenland nicht geworden, weil doch die Notenbanken und alle mittlerweile absolut aufmerksam sind und auch wissen, was zu tun ist. In so einem Fall bei Lehman waren alle unvorbereitet. Da waren die Finanzmärkte wirklich für 6 Wochen eingefroren. Da habe ich eine Zahlung aus Amerika erwartet, die kam dann wirklich 5 Wochen später. Das wäre in Griechenland auf keinen Fall in der Form passiert. Wie bewerten Sie denn nun diese bisher versuchte Rettungsmaßnahme mit diesen Rettungspaketen? Als erstes Griechenland-Rettungsprogramm, dann ab 7. Mai, 8. Mai der EFSF als erstmal vorläufigen Rettungsschirm, um Europa aufzuziehen und dann die Entwicklung zu ESM und Fiskalpakt jetzt als dauerhafte. Wenn man das jetzt mal im Ablauf kurz skizziert, eine Bewertung, ist die so einfach überhaupt möglich?
Also wenn Goldman Sachs und Deutsche Bank sich ein Skript für das Drama hätten schreiben sollen zum eigenen Nutzen, dann hätte es nicht besser sein können. Im Prinzip ist das Skript von der Hochfinanz geschrieben und nützt auch der Hochfinanz. Es nützt nicht den Bürgerinnen und Bürgern in Europa. Also wir haben ja im Prinzip Griechenland nicht gerettet. Griechenland ist scheintot. Es kann gerade noch so seine Zahlungen aufrechterhalten an die Banken, während die Bürgerinnen und Bürger bluten. Gut, die Banken haben jetzt einen kleinen Schuldenschnitt mitgetragen, aber erst nach 2 Jahren, nachdem wir, Sie und ich, da 2 Jahre kräftig Geld reingepumpt haben, es ist ja nicht den Griechen zugute. Es fördert aus meiner Sicht sehr verständlich Ressentiments in Griechenland, es fördert Ressentiments in Deutschland und diese Spannung zwischen den Ländern ist für die Hochfinanz auch nicht schlecht. Also wir haben im Prinzip in den letzten 2 Jahren nichts erreicht oder ganz, ganz wenig. Dennoch wurde uns immer gesagt, Tina, there is no alternative, als Abwandlung des Spruchs von Margaret Thatcher. Und ja, die Politik musste immer unheimlich schnell bei all diesen Gesetzesvorgaben reagieren. Und dann gab es beim EFSF ein sogenanntes Neunergremium, was vorgeschlagen wurde, um die kurzfristigen Käufe am Sekundärmarkt und Primärmarkt an den Staatsanleihen realisieren zu können. Das Bundesverfassungsgericht ist da eingeschritten. Aber wenn Sie jetzt nochmal die Abfolge und wie und die Art und Weise, wie diese Gesetze praktisch in diesen parlamentarischen Gesetzgebungsprozess gebracht worden sind und wie die Parlamentarier darauf reagieren konnten, in dieser Kürze immer nur, wie bewerten Sie das jetzt mal auch aus einer verfassungsrechtlichen und einer Demokratie, von einer demokratischen Seite und nicht nur einer rein ökonomischen? Ist das ein Sachzwang, der immer da massiv aufgebaut wurde, um Druck zu erzeugen? Naja, nochmal, es ist eigentlich ein Skript, wie es sich Goldman Sachs oder auch die Deutsche Bank nicht besser wünschen könnte. Es ist also ganz klar zum Nutzen der Hochfinanz. Es hat Griechenland geschadet, es schadet Spanien, es schadet Deutschland letztlich. Es bringt ja auch Spannungen in Europa hinein. So, und jetzt macht man trotzdem, lasst uns wieder mal die Hochfinanz retten. Aber es so darstellen, als ob wir Griechenland retten, was ja nicht passiert ist. Und dann das Durchpeitschen, also Frau Merkel, ich verstehe Sie nicht, was Sie da, und ich meine, letztlich sind es ja sowohl SPD als auch CDU, als auch sogar Grüne, die zustimmen, also finde ich sehr bedenklich. Also auch da nochmal wichtig, dass es jetzt die Piraten gibt, wenn schon die Grünen sowas mitmachen. Ich kann Ihnen nur sagen, was ein Richter des Bundesverfassungsgerichts mir privat beim Mittagessen gesagt hat, und zwar nicht einmal, sondern 4-mal. Der Mann hat gesagt, es sei absolut unerträglich, wie hier mit geltendem Recht umgegangen wird. Und ich glaube, der Satz steht für sich. Ich glaube, das kann man unter dem Stichwort Verselbstständigung der Exekutivgewalt sehen, die in dem Gewaltenteilungsprozess irgendwie wieder eingefangen werden muss. Aber ich bitte jetzt Cosmic mal aus dem ersten Teil die Fragen 4 und 6 vielleicht nacheinander zu machen. Ja, wir sind bei Teil A, Frage 4. Wie stehen Sie zu dem von der Bundesregierung geplanten Schritt von einer Währungsunion zu einer Fiskalunion? Diese Fiskalunion ist Augenwischerei. Wir haben keine Fiskalunion. Fiskalunion hieße, wenn wir wirklich ein europäisches Parlament mit vollen Rechten eines Parlaments hätten, eine europäische Kommission, die vom Parlament gewählt und zusammengestellt wird. Und wenn wir dann im Prinzip einen europäischen föderalen Bundesstaat hätten oder Staatenbund, aber eher Bundesstaat, so wie es letztlich die Bundesrepublik Deutschland ist, also mit einem Steuerverbund, wo also die Länder, die einzelnen Nationen und die Europäische Union sozusagen im Zuge einer föderalen Gewaltenteilung jeder so seine Aufgaben hätte. Und das wäre auch mein Traum, meine Vision. Also Vereinigte Staaten von Europa hat zwar einen schlechten Ruf bekommen, aber wenn wir das richtig und demokratisch machen, dann ist es eine Vision, für die sich zu kämpfen lohnt. Aber was wir jetzt machen, ist nochmal eine Politik, die von der Hochfinanz diktiert wurde. Also wenn Sie eben sagten, die Exekutive übernimmt das, aber die Exekutive wurde von der Hochfinanz quasi vor sich hergetrieben. So, und wenn man jetzt sagt, okay, wir überwachen von Brüssel aus die einzelnen Haushalte, Sie sehen ja, wo das in Griechenland endet. Die Griechen weigern sich und dann wird wieder politisch diskutiert. Sie können eben zwischen souveränen Staaten, die europäischen Staaten zum großen Teil noch sind, das nicht so einfach machen. Und wir haben ja auch nur tatsächlich ungefähr 1,4% des europäischen BIP, das über die europäischen Haushalte läuft. Also eine Fiskalunion, da würde mal, was weiß ich, ein Drittel des BIP über die europäischen Haushalte laufen. Da sind wir weit von weg. Also haben wir nur diesen wirklich schlimmen und kontraproduktiven, irrsinnigen Sparpakt. Das ist aber eine Sache,
die sich bei den deutschen Bürgerinnen und Bürgern oder bei vielen auch so festgesetzt hat. Wir haben jetzt so viel Geld gegeben, jetzt muss gespart werden. Da ist was dran, nur in dieser Form ist es absolut kontraproduktiv und widersinnig. Also wenn Griechenland in eine massive Wirtschaftskrise hinein die Gehälter kürzt, die Ausgaben kürzt und so weiter, dann sind sie im Sinkflug und ziehen dann noch einen Bremsfallschirm. Das kann nicht funktionieren. Das ist ein bisschen die Sparpolitik, wie wir sie in Deutschland von 1930 bis 1932 hatten im Kabinett Brüning. Das wünsche ich keinem eigentlich. Und von daher, dieser Fiskalpakt ist Augenwischerei. Das ist bestenfalls ein Vertrag zwischen den Ländern, um da gewisse Zusammenarbeit vielleicht hinzukriegen. Aber von der echten Fiskalunion sind wir weit weg. Die Frage 5 schließt sich da nochmal an dieses Thema. Wie bewerten Sie die bisherigen Rettungsmaßnahmen der Europäischen Union und da im Besonderen die letzten beiden Bausteine ESM und Fiskalpakt? Ja, Fiskalpakt habe ich schon was zu gesagt, halte ich für absolut verheerend in der Form. ESM kann man machen, der hat ja auch extreme Legitimationsprobleme, was Demokratie angeht. Also man müsste sicherlich die Statuten überarbeiten. Dass man generell so etwas wie einen europäischen Währungsfonds hat, ist prinzipiell nicht unbedingt verkehrt. Man bräuchte aber zu diesen Mitteln, die man da reingibt, A, das geordnete Insolvenzverfahren, was die Frau Merkel gefordert hat, um eben auch die Finanzmarktakteure am selbst angerichteten Schaden zu beteiligen. Und man bräuchte vom ESM die Möglichkeit, nicht nur Staaten Geld zu geben, sondern und auch nicht nur Banken zu leihen, wie in Spanien, sondern zwangsweise Banken mit Eigenkapital zu rekapitalisieren, also wie das Amerika und England mit ihren Banken gemacht haben, sodass eben auch die jetzigen Besitzer und das jetzige Management für die Fehler mitbezahlt. Kann ich da noch eine Frage anstellen? Und zwar, die Diskussion bei uns über den ESM war eigentlich die, dass der ESM selbst nicht den Trick machen kann, den er eigentlich verspricht. Weil gerade der Druck auf die breite Bevölkerung zu sparen etc. ist meines Erachtens schlechtes Sparen und auch, dass keine Investitionen in dem Umfang kommen, um die griechische Wirtschaft beispielsweise aufzubauen. Meine Zweifel sind, dass der ESM selbst nicht das Mittel ist, diese Krise zu überwinden. Sie sprachen jetzt von Insolvenz. Wäre eigentlich nicht besser, dass man sich überlegt, wie kriegt man eine Resolvenz eines Staates hin? Weil ein Staat, denke ich, kann man nicht mit den Maßstäben messen wie ein Unternehmen. Doch, in gewisser Weise schon. Nur der Staat hat es etwas einfacher als ein Unternehmen. Also ob Insolvenz oder Resolvenz, da sprechen Sie ja schon so ein bisschen wie Philipp Rösler, das haben Sie sicherlich. Aber gut, nee. Also der Unterschied ist ein gradueller. Ich verstehe, was Sie meinen. Resolvenz wäre ja im Prinzip Insolvenz oder Umschuldung mit Zukunftsperspektive, also mit einer Perspektive, wie geht's weiter. Und in der Tat, der ESM kann das nicht, der hält die Staaten gerade zahlungsfähig und überwacht eben diese Sparauflagen. Das kann es nicht sein, sondern eben dieses geordnete Insolvenzverfahren, also nehmen wir, und das kann man ganz einfach reinschreiben in die Statuten, Hans-Werner Sinn fordert das genauso, nehmen wir an, der ESM gibt Griechenland 20 Milliarden, dann schreiben gleichzeitig die Banken in Griechenland und dann werden gleichzeitig 20 Milliarden Forderungen abgeschrieben. So, und so kann dann das Land selber entscheiden, wie viel Hilfe es in Anspruch nimmt. Und so kann man zumindest geordnet und auch völlig nach klaren Regeln die Banken mitbeteiligen an dem Ganzen. Wir müssen ja aus der Schuldenblase Luft rauslassen, sonst kommen wir überhaupt nicht auf die Beine. Könnte man die Strauß-Lassen nicht auch dadurch bewerkstelligen, dass die Finanzoligarchie, von der Sie gesprochen haben, in Griechenland schlicht und einfach mitbeteiligt? Die haben ja in der Zeit von 2001 bis 2008 allein durch die massiven niedrigeren Zinsen erhebliche Zinsen gespart und dadurch gewonnen. Dass man eine Umlage macht, das wäre ja bei 10% der Bevölkerung, wäre das gerade mal 340.000 Euro. Und dieser Druck fehlt mir. Das heißt, dass man die Leute zur Kasse bittet, die tatsächlich von der Einführung des Euros profitiert haben und nicht noch Geld von denen rauspresst, die lange nicht so profitiert haben. Ja, das ist eine Frage der praktischen Durchführbarkeit. Also das Steuersystem in Griechenland funktioniert eben nicht und es wird lange dauern, bis es funktioniert. Wenn Sie jetzt sagen, der ESM gibt Griechenland weitere Kredite, im Gegenzug werden Staatsanleihen abgeschrieben, dann haben diese entsprechenden Banken ein Ertragsproblem, also sie müssen Verluste realisieren, bis hin dazu, dass sie tatsächlich wackeln und gestützt werden müssen. So, wenn sie nur ein Ertragsproblem haben, dann haben Besitzer dieser Banken
weniger Erträge und das sind mal diese Oligarchen. Wenn die Bank gestützt werden müsste, dann müsste man eben aushandeln und das geht dann ja auch, wie es die Amerikaner und Engländer auch gemacht haben. Wir geben Eigenkapital als griechischer Staat, aber wir teilverstaatlichen dann. Und damit sind auch die alten Eigner teilenteignet. Enteignet ist falsch eigentlich, weil ganz normal ist in der Marktwirtschaft, dass man die Konsequenzen für sein Fehlverhalten trägt durch Vermögensverlust. Also was Sie sagen, finde ich auch sympathisch, aber dazu müsste man eine funktionierende Steuerverwaltung haben, während die Schuldenschnitte und das Insolvenzverfahren auch letztlich die Besitzer dieser Banken auch zur Kasse beten würden. Nun befinden wir uns ja in einer schwierigen Abwägungsfrage zwischen ökonomischen Sachzwängen, wo Sie vielleicht zu Recht sagen, dass der Baustein ESM bis zu einem gewissen Maße vielleicht, wenn er richtig ausgestaltet wäre, hilfreich wäre. Aber wenn man die demokratische und verfassungsrechtliche Seite einfach sieht, mit den Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht gegeben hat und mit diesen Missbrauchpotenzialen, also die Haushaltshoheit und die Demokratierechte des Nationalstaates, und dort sind sie halt bisher verankert, sie sind auf der europäischen Ebene ja nicht verankert, gegeneinander stellen müsste, in der Abwägungsfrage praktisch. Welche würde denn für Sie überwiegen? Da gibt es für mich nicht viel abzuwägen. Ich finde das natürlich höchst bedenklich, was da passiert, vor allem, weil der ESM eben jetzt das Spiel, was gespielt wird, eigentlich nur verlängert, aber in der jetzigen Form, ohne Insolvenzverfahren, ohne weitere institutionelle Änderungen, eben das Problem auch in keinerlei Weise löst. Aber der ökonomische Sachzwang bei einer Ablehnung würde ja weiterhin bestehen. Und wie könnte man dem ökonomischen Sachzwang, also dem, was von den Finanzmärkten aufgebaut wird, diese Drohkulisse, wie könnte man der alternativ begegnen? Ja, nochmal, Sie sprachen von Drohkulisse, das finde ich auch ganz richtig. Aber also ich zum Beispiel hoffe, dass Griechenland irgendwann austritt, aber ich sehe das gar nicht so wahrscheinlich. Also die etablierten Parteien, die europäische Finanzelite, wird alles dran tun, Griechenland drin zu halten, selbst wenn Kommunisten dran gekommen wären. Wenn Griechenland austritt, viele Schulden müssen abgeschrieben werden und das Leben geht weiter. Dann wäre die europäische Politelite blamiert, dann wäre ein Teil dieser Drohkulisse weg. Das andere ist in der Tat, dass man mit den Insolvenzverfahren, also mit den Schuldenschnitten weitermachen müsste. Und da hat sich Frau Merkel sehr zurückgehalten. Und zur Not kann man immer, wie das im ersten Griechenland-Paket gewesen ist, bilateral retten durch einzelne Pakete in den Parlamenten. Also warum sollte nicht Spanien hingehen und seine Banken retten? Das würde dann wie in Irland zu einem massiven Anstieg der Staatsverschuldung führen, so um 30-40%. Und dann kann man natürlich auf europäischer Ebene immer noch verhandeln, ob man ein Paket für Spanien macht. Also es ist ja nicht so, wenn der ESM nicht da ist, dass man dann nicht solche Kreditpakete machen kann. Ja, guten Abend, Otte. Sie haben erwähnt, dass Sie eigentlich Luft aus dieser riesigen Schuldenblase lassen wollen. Und jetzt wollte ich fragen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Studie kennen, der Boston Consulting Group, Back to Mesopotamia, die eben in sämtlichen Sektoren, in den öffentlichen sowie in den privaten Sektoren, eine Schuldenreduktion um ein erhebliches Maß fordert, um eben wieder Wachstum und Beschäftigung zu ermöglichen. Sehen Sie das ähnlich, dass einfach da auch in sämtlichen Sektoren man einen Haircut anlegen muss und den auch großzügig? Ich habe von der Studie gehört, ich habe sie leider noch nicht gelesen. Ich meine, David Graeber mit dem Back to Mesopotamia, der hat ja in seinem Werk da über Debt auch dargelegt, dass das in Mesopotamien und selbst in Israel durchaus alle 12 Jahre gab es diesen generellen Schuldenerlass. Wir sind in der Spirale drin, die wir so nicht beherrscht bekommen weltweit, höchstens durch massive Deflation oder durch massive Inflation. Das ist ja das amerikanische Muster. Also die Amerikaner machen es wie folgt. Die haben eben einen Großteil des Mülls gekauft seitens der Fed und jetzt setzen sie auf Inflation und dann ist das irgendwann alles halt durch die Inflation entwertet. Kann man machen, halte ich für nicht sehr ehrlich und nicht sehr geradlinig. Also ich bin in der Tat, teile da die BCG-Position, dass wir aus diesen Schuldenblasen Luft rauslassen müssen. Ich habe jetzt noch nicht so richtig den Unterschied verstanden zwischen dem ESM und das, was Sie gerade geschildert haben, sozusagen der bilateralen Hilfe. Da scheint mir der ESM vor allen Dingen eine Verwaltungsvereinfachung zu sein. Und wenn ich das richtig sehe, ermöglicht er ja auch Schuldenschnitte. Wo sehen Sie da den Unterschied zwischen dem, was Sie gerade gesagt haben, und einer Verwaltungsvereinfachung zusammen mit dem ESM? Ja, das ist letztlich der Kern des Arguments. Also ob das jetzt verhandelt wird zwischen Staaten jedes Mal einzeln, ist natürlich schwerfällig, müssen die Parlamente einbezogen werden und
Deswegen hat die Politelite gesagt, nein, wir machen den ESM, der kann sofort reagieren, ist immun, wie Sie alle wissen. Das ist ja demokratietheoretisch äußerst bedenklich, was da alles passiert. Also ist in der Tat das Argument, dass es damit schneller geht, dass man schneller verhandeln kann, dass man den Finanzmärkten schneller Paroli geben kann. Aber diese Schuldenschnitte und die Haircuts, die müssten dann eben wieder im Einzelnen verhandelt werden. Und das, was Frau Merkel eben gefordert hat, ein automatisches Insolvenzverfahren oder eine automatische Beteiligung der Gläubiger, die haben wir wieder nicht. Und die ist mal das allererste aus meiner Sicht. Nun gut, jetzt haben die Europäer natürlich in den letzten 15 Jahren sich auch noch selbst Fesseln angelegt und haben beschlossen, dass eine Zentralbank die Paragraph 123 im Lissabon-Vertrag, ja, der verhindert auf irgendeine Art und Weise, dass wir von dieser Seite etwas Druck wegnehmen könnten. Wie ist der hineingeraten und wie bewerten Sie das, ob wir den nicht gerade, wenn man eine vielleicht Vollgeldreform oder 100% Reservegeld führen möchte, dann wieder absolut notwendig werden würde? Ja, der ist natürlich auch wahrscheinlich unter deutscher Ägide mit reingekommen. Ich meine, wir Deutschen hatten bei der Euro, jetzt erzähle ich doch eine kurze Story, mein Probevortrag an der Boston University im Jahr 1998 war The Euro and the Future of the European Union. Ich habe damals argumentiert, dass das System keine optimale Währungsunion ist und Konstruktionsfehler hat und in 10 Jahren Probleme bekommt. Amerikaner haben diese Argumentation ganz gern gehört. Ich habe dann den Job an der Boston University auch bekommen. Ich habe dann versucht, das in Deutschland zu veröffentlichen, war chancenlos. Also wir haben diese Konstruktionsfehler und Frankreich wollte von Anfang an quasi die D-Mark vergemeinschaften, was Frankreich gelungen ist. Also es gibt da schon noch unterschiedliche nationale Positionen. Wir haben jetzt eine Stimme im EZB-Rat und das ist es. Aber Deutschland hat dann auf der anderen Seite eine sehr defensive Strategie gefahren, also Verbot der Staatsfinanzierung, Nichtbeistandsklausel, die Konvergenzkriterien und so weiter. Also eine rein defensive Strategie. Also, und in so einem Fall wird sich auf Dauer dann immer die offensive Strategie durchsetzen. Ich gebe Ihnen ganz recht, dass man im Zuge der Vollgeldgeschichte oder auch das überdenken müsste und dass zumindest Kassenkredite und vielleicht andere Dinge der Staatsfinanzierung wieder erlauben sollte. Also das ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt ja auch unter der Hand, da muss man auch noch genauer reinschauen, ich habe da noch keine sehr genauen Berichte gefunden, es gibt ja auch die ELA, Emergency Liquidity Assistance, wo quasi die Notenbanken der Länder doch Geld schöpfen und das taucht gar nicht so richtig auf. Also es gibt da auch ein Hintertürchen, wo jetzt Länder wie Griechenland und die Bank of Greece und so weiter weiteres Geld schöpfen kann. Also das ist zum Teil sehr intransparent. Da stellt sich natürlich auch noch die Frage, die Bofinger in der Sitzung des öffentlichen Haushaltsausschusses gemacht hat im Bundestags-TV, dass er gesagt hat, die Staatsanleihen sind notwendig, dass die halt über private Banken gehen, damit diejenigen Pensionsgesellschaften, Lebensversicherungen und Investmentfonds halt Anlagemöglichkeiten haben, also eine sichere Anlagemöglichkeit, die halt dann wegfallen würde gegebenenfalls. Er hat das so begründet in dieser Sitzung. Wie stehen Sie denn zu diesem Argument? Also es ist völliger Quatsch. Ich mag Herrn Bofinger oder ich schätze ihn und wir diskutieren auch gelegentlich. In diesen Dingen singt die konventionelle Linke auch oftmals das Lied der Hochfinanz. Und das ist dasselbe mit den Eurobonds. Das ist natürlich alles im Interesse der Hochfinanz. Warum soll die Bundesrepublik Deutschland nicht als Bundesschuldenagentur Staatsanleihen emittieren, die dann eine Allianz kauft? Warum brauche ich da dazwischen die Bank? Ist mir schleierhaft. Das kann ich mir nur dadurch erklären, dass die Banken und die großen Investmentbanken, das ist ungefähr ein Kartell von 12 bis 14 Investmentbanken, die da im Staatsanleihenmarkt quasi die Richtung vorgeben, dass die eben so fest verankert sind, dass sich keiner wagt, darüber nachzudenken. Aber natürlich kann eine Bundesschuldenagentur, kann doch die Staatsanleihen direkt emittieren. Also da sehe ich überhaupt kein Problem. Ja, Professor Dill ist ja ein Kandidat der Libertären Partei in den USA, eine komplette Finanzreform verlangt, der bis jetzt sozusagen ideologisch unterschlagen ist. Gibt es Statements dazu aus dem Podium? Dazu müsstest du mir erstmal die Position von Bill Still erläutern. Du, dann bitte ich dich, dass du die vielleicht irgendwie zur Verfügung stellst, dass wir die erstmal studieren können. William T. Still, Libertarian Party, und er ist Präsidentschaftskandidat gegen Obama und redet praktisch erstmal dafür, dass physikalisches Silber Münzsilber sein muss, um erstmal damit anzufangen. Professor William T. Still sagt, dass die Geldschöpfung
dem öffentlichen Interesse dienen muss. Die Hauptthese ist, die Geldschöpfung muss hauptsächlich und in der Sache dem öffentlichen Interesse dienen und exakt nicht den Special Interests, also den Partikularinteressen. Das ist die Fundamentalthese von William T. Still. Der Präsidentschaftskandidat der libertären Parteien in den USA ist gegen Obama. Ja, ich wollte fragen, ob Professor Otte, ob Sie eine folgende Lösungsmöglichkeit, was Sie von dieser Idee halten. Wenn es möglich wäre, dass Griechenland beispielsweise die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes erhöht, das müsste ja zu das Liquiditätsproblem von Griechenland oder von jedenfalls zumindest den Privaten in Griechenland deutlich verringern. Eine Möglichkeit dazu könnte darin bestehen, dass der Staat eine Vorschrift macht, dass Löhne nicht einmal, sondern zweimal im Monat ausgezahlt würden. Was würden Sie davon halten? Ich glaube, das bringt letztlich nichts, denn die Griechen sind verunsichert. Sie werden unter Umständen Geld trotzdem dem Geldumlauf entziehen und das Kopfkissen legen und die Euros horten. Und ich glaube auch nicht, dass man allein durch solche Maßnahmen wie Löhne zweimal auszahlen eine Umlaufgeschwindigkeit erhöhen kann. Die Umlaufgeschwindigkeit hängt ja sehr an der Psychologie und an der Ausgabefreudigkeit der Menschen. Und wir haben in den ganzen westlichen Nationen eigentlich in den letzten 3-4 Jahren das Phänomen, dass das Zentralgeld, Bankgeld immer mehr wird. Also es wird kräftig gedruckt. Aber die Umlaufgeschwindigkeit fällt und damit haben wir letztlich bestenfalls einen neutralen Effekt auf die Nachfrage. Also die Verunsicherung steigt. Diese sinkende Umlaufgeschwindigkeit, nicht nur in Griechenland, sondern in vielen anderen Ländern, ist eigentlich ein Warnsignal. Ja, vielen Dank, Herr Professor Otte. Wenn ich jetzt mal ein bisschen von der Euro-Währungsunion ein bisschen noch weitergehe und den Scheinwerfer ein bisschen weiterstelle und wieder zurückkehre zu einem Weltfinanzmarkt. Da sehen wir einfach im Augenblick, wie Sie schon gesagt haben, die Amerikaner inflationieren oder versuchen zu inflationieren. Wir haben auch den Herrn Professor Flassbeck bei uns gehabt, der hat uns erklärt, welche zerstörerische Wirkung die Carry-Trade-Geschäfte auf Weltebene spielen und zu Verwerfungen führen, speziell in Indien und in Brasilien zurzeit gerade. Befinden wir uns schon, weil ich ja die Wirtschaftsblogs die letzte Zeit sehr stark verfolgt habe, schon in einem Abwertungswettlauf der Währungen untereinander? Also wir befinden uns auf jeden Fall in einem sehr ungesunden System der Schuldzuweisungen und der Moves und Countermoves im Währungssystem. Also ich meine, das Bretton Woods-System war nicht perfekt, das war aber letztlich boring mit den festen Wechselkursen. Aber es hat eben dazu geführt, dass diese Konflikte nicht da waren zwischen den Staaten. Und im Moment ist es eher so, dass wir uns in einem Schlechtrede-Wettlauf befinden. Also die Ratingagenturen und viele reden und schreiben die europäische Krise herauf. Natürlich gibt es in den PIGS-Staaten zum Teil echte gigantische Probleme, aber das sind relativ kleine Länder. Also Griechenland ist letztlich extrem klein, Spanien und Portugal sind auch klein. Und es ist schon erstaunlich, dass also wir über diese Probleme massiv sprechen und über Amerika, das wirklich mit dem Rücken zur Wand steht und wo es ganz düster aussieht, da wird nicht gesprochen. Also es ist eher so ein Wettlauf der Public Opinion, der im Moment stattfindet. Den Währungswettlauf sehe ich noch nicht so ganz. Nun gut, ich muss wieder zurückkommen zum Lösungsansatz. Wie kommen wir da raus? Es ist ja im Augenblick wirklich außerordentlich schwierig zu erkennen, obwohl wir jetzt schon 50 Minuten über die Krise reden, wie wir da hinauskommen sollen. Also Sie haben empfohlen, Schuldenschnitt und Insolvenzrecht weiterzuführen, angelehnt an Londoner und Pariser Club. Was gäbe es noch für Möglichkeiten? Also, Sie haben natürlich recht, Schuldenschnitt, Insolvenzen und so weiter ist das eine. Das andere, was ich schon gesagt hatte, ist, dass wir den Fiskalpakt stoppen müssen, ESM auch in der Form, obwohl das ESM eher demokratietheoretisch jetzt das Problem ist. Ökonomisch geht das, aber den Fiskalpakt müssen wir stoppen. Wir brauchen das Insolvenzverfahren, wir brauchen ausreichendes Eigenkapital für die Banken, also sodass wir das in Zukunft auch ihre Haftung tragen. Wir brauchen dann in der Tat, da würden Flassbeck sicher zustimmen und auch Bofinger, eine Reduktion der Spekulation, also einmal durch die Finanztransaktionssteuer und das andere Mal durch eine strenge Regulierung von Derivaten. Ich weiß, dass es bei Ihnen wahrscheinlich sehr kontrovers diskutiert wird, das Thema Regulierung, aber die müssen aus meiner Sicht streng reguliert werden. Nein, das ist auch bei uns eigentlich überzeugende Meinung, dass wir streng regulieren müssen. Aber jetzt kommt wieder die Frage von Benedikt als nächstes.
Sie haben ja schon erwähnt, dass Sie eine richtige Fiskalunion in Europa fordern, anstatt nur einem Fiskalpaktes. Was ist jetzt aber, wenn die Bürger Europas einfach noch nicht bereit dazu sind, wenn sie bei den Volksabstimmungen, die ja nötig werden würden, sich negativ entscheiden würden? Ich fände es zwar nicht gut, aber es ist ja durchaus gegeben, dass das Volk so entscheidet. Welche Möglichkeiten gäbe es dann noch? Müssen wir dann wieder zurück zu den nationalen Währungen? Denn meines Erachtens kann ja der Euro nur funktionieren, wenn der aus einer Hand praktisch gesteuert wird und regiert wird. Ja, wir sind da dummerweise in so einem Zwischenbereich. Also Fiskalunion sehe ich auch noch nicht. Aber wir müssen darauf hinweisen, dass wir zu den Ursprüngen der europäischen Idee zurück wollen. Denn wirklich den Vereinigten Staaten von Europa mit einem demokratischen, föderalen Ansatz, mit einem Parlament, was wirklich entscheidet, das müssen wir immer wieder sagen, dass das eigentlich das Ziel sein muss. Aber da sind wir natürlich weit von weg. Da bin ich ganz bei Ihnen. Was passiert dann in der Zwischenzeit? Also ich denke, dass bevor der Schwanz mit dem Hund wackelt und eben diese Druckkulisse da ist, dass wir tatsächlich einzelne Länder auch wieder aus der Eurozone austreten lassen sollten. Bin ich ja öffentlich auch oftmals mit an die Öffentlichkeit getreten, also Griechenland vielleicht sogar eine Option für Spanien und Portugal vorbereiten. Dann können die ihren eigenen Weg wählen, dann können die selber inflationieren, dann können die Notenbanken wieder Direktkredite geben und so weiter. Das wäre im Moment dann die dezentralere und bessere Lösung und dann hätten wir einen homogeneren Kern-Euro und dann kann man irgendwann in ein paar Jahren den nächsten Anlauf starten. Sie haben vorhin gesagt, also wenn Griechenland pleite ginge, dann müsste man vielleicht ein paar Banken retten. Da interessiert mich, für wie wichtig halten Sie das, die Banken zu retten oder inwiefern dürften die auch insolvent gehen? Ja, die meisten Banken sind schon systemrelevant. Wenn die so ein mir nichts, dir nichts kaputt gehen, dann haben wir ein Riesenproblem. Nur retten und retten ist ein Unterschied. Was wir jetzt machen und zum Beispiel in Spanien ist, dass wir weitere europäische Kredite für ganz wenig Geld an die spanischen Banken geben. Damit können die weiterwirtschaften und die Aktionäre und das Management und alle die, die das verschuldet haben, machen weiter. Für mich ist eine Bankenrettung dann, wenn die Bank pleite ist, geht der, wer auch immer da rettet, der ESM oder der Staat mit Eigenkapital rein, also verstärkt die Kapitalbasis. Dann gehört aber dem Retter auch ein erheblicher Anteil an dem Institut, denn das Institut war pleite. Dann wären also zum Beispiel griechische Oligarchen erheblich getroffen, weil sie diese Bank nicht mehr besitzen würden oder nur noch teilweise. Der Staat hätte sie und dann kann man sie dann unter Staatseinfluss reorganisieren und gegebenenfalls auch wieder privatisieren. Dann hätten also die Bürgerinnen und Bürger zumindest auch den Nutzen von der Rettung, wenn dann am Ende was ist. Also wir müssen wirklich bei Rettung und Rettung deutlich unterscheiden, gebe ich weitere Kredite, sodass die jetzigen Nutznießer des Systems weiter wursteln können. Oder wenn wir schon öffentliche Gelder geben, übernimmt der Staat dann Kapitalanteile und redet kräftig mit. Ganz kurze Nachfrage. Wissen Sie, ob der ESM genau diese Rettung ermöglicht, die Sie gerade angesprochen hat, die über das Eigenkapital? Der ESM hat eine relativ vage Floskel drin, dass er also auch Banken stützen darf. Aber ich befürchte, dass der Gouverneursrat sich dann auf die weichere Lösung verlegen wird. Vielen Dank. Die nächste Frage von Alan W., bitte. Guten Tag, Professor Otter. Ich fand Ihre Antwort gerade absolut fantastisch. Ich finde, das A und O ist eine Rückkehr zu Glass-Steagall, also eine Trennung zwischen Geschäftsbanken und Investmentbanken. Und Märkte werden so leicht manipuliert heute. Was halten Sie von der Bankentrennung und von der Völkerregel, also der Verbot des Eigenhandels der Banken? Ja, Glass-Steagall ist das amerikanische Gesetz aus dem Jahr 1932, wie Alan W. eben gesagt hatte, Trennung von Geschäftsbanken und Investmentbanken. Absolut richtig. Absolut richtig. Also wie gesagt, die Regulierung der Derivate ist eines, aber wenn wir da eine Trennung der beiden Geschäftsmodelle machen, hätten wir einen riesen Schritt getan. Und auch die Volcker Rule, ich habe bei Paul Volcker studiert, das ist der legendäre Notenbankchef so von 79 bis 87 gewesen, der auch die Inflation besiegt hat, so ab 79 bis 82. Und ich habe Paul Volcker letzt vor genau einem Jahr nochmal interviewt für die Zeit. Das kam im Zeitmagazin. Der hat durchgesetzt in den USA, dass die großen Banken eben keinen Eigenhandel mehr mit Kundengeldern betreiben dürfen. Das ist ein wichtiger Schritt. Natürlich hat die Banklobby das schon kräftig
durchlöchert, aber im Grundsatz steht die Volcker Rule. Was jetzt passiert, ist, dass zum Teil dann die Teams aus den Banken rausgehen und quasi Hedgefonds aufmachen mit demselben Geschäft. Also beiden Vorschlägen stimme ich hundertprozentig zu. Ich habe eine Nachfrage zu der Antwort gerade mit dem Trennbankensystem. Also wir hatten Professor Flassbeck auch nach dem Trennbankensystem gefragt und der war davon überhaupt nicht begeistert, weil er sagte, dann könnte das System nicht mehr gut atmen. Erstens, können Sie dazu was sagen? Und zweitens, welchen Vorteil sehen Sie in dem Trennbankensystem? Hätte das den Vorteil, dass wir Banken oder Investmentbanken oder Geschäftsbanken oder sagen wir wahrscheinlich Investmentbanken pleite gehen lassen können, ohne dass das systemische Auswirkungen hat? Und mich wundert es immer, wie die sogenannten linken Kollegen, die ich eigentlich alle schätze, ob das jetzt Bofinger ist oder Flassbeck oder auch Gustav Horn, alles drei eigentlich sympathisch und auch vernünftige Leute, aber wenn es darum geht, wirklich dem Finanzsystem die Zähne zu zeigen, dann ziehen die alle etwas ein und dann ducken die sich weg. Also das ist wirklich, finde ich, erschreckend, wie da die konventionelle Linke im Prinzip quasi das Skript der Hochfinanz in vielen Bereichen mitspielt. Also als einzige Ausnahme ist im Moment die Finanztransaktionssteuer. Also gibt es eine sehr deutliche Allianz zwischen Hochfinanz und Links, also wie auch immer man das definieren mag. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Wenn Sie Geschäftsbanken und Investmentbanken trennen, das ist genau das gewesen, was wir nach 1929 hatten, das funktionierte wunderbar. Und dann sind die Investmentbanken kleiner, weil sie nicht mehr so mit so viel Kundengeldern spekulieren wollen. Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen ja Investmentbanken nicht komplett verbieten, aber wir wollen sie auf ein ökonomisch sinnvolles Maß zurückstutzen. So, und wer dann in eine Investmentbank investiert, weiß, dass das sehr viel riskanter ist und die kann man dann auch pleite gehen lassen. Dann kriegen die Investmentbanken noch höhere Eigenkapitalanforderungen und dann hat man einen großen Teil des Problems gelöst. Aber das Bankensystem nicht mehr atmen, das, also auf der einen Seite ist Flassbeck gegen Spekulation und hier ist er dann wieder sehr für die Spekulation. Also ich kann ihm da nicht folgen. Ja, vielen Dank. Herr Professor Otte, Sie waren ja auch als Experte aufgerufen in der Sitzung zur Finanztransaktionssteuer des Finanzausschusses, glaube ich, war es. Ich habe das auch gesehen im Fernsehen. Da war ein Experte Kapur da, der erzählt hat, wie die Rückwirkungen einer Finanztransaktionssteuer auf den Hochfrequenzhandel wäre. Also jetzt nicht nur, dass wir eine Besteuerungsgrundlage haben, um die Banken und die Finanzinstitutionen an den Kosten zu beteiligen, sondern dieser Aspekt, den hätte ich ganz gerne nochmal von Ihnen ein bisschen ausgeleuchtet. Welche Bedeutung messen Sie dem bei für diesen weltweiten Derivatemarkt? Der Derivatemarkt wäre fast tot und der Hochfrequenzhandel wäre tot. Und das ist genau das, was wir brauchen. Da gibt es ja viele Missverständnisse. Die Finanzlobby arbeitet ja mit Begriffsverwirrungen. Ach, und dann kam man ja in dieser Sitzung auch, das ist ja schon 2 Jahre her, ja, Finanztransaktionssteuer vielleicht nicht, aber dann vielleicht eine Finanzaktivitätssteuer. Frau Wieder, die Mauro hat sich dann dazu hergegeben, das auch zu fordern. Das ist schon fast George Orwell, denn die Finanzaktivitätssteuer besteuert die Aktivitäten eben nicht. Sie besteuert das Resultat von vielen Aktivitäten. Und die Finanztransaktionssteuer, im Gegenteil, ist die wahre Aktivitätssteuer. Sie besteuert jeden einzelnen Trade mit meinetwegen 0,05%. Und das haben auch zum Beispiel was bei Plassberg, wo ich dann mal war, hat der Jörges vom Stern auch überhaupt nicht kapiert. Ich habe es dem dann nach der Diskussion erklärt. Der sagte, das bringt doch alles nichts. Die verdienen doch so hohe Margen und wenn die Finanztransaktionssteuer macht doch nichts. Nein, die verdienen die hohen Margen nur, weil sie mit ganz, ganz winzigen Margen und hohem Fremdkapital sehr oft das Vermögen drehen. Und die Finanztransaktionssteuer ist direkt proportional zum Produkt aus Umschlagsgeschwindigkeit des Vermögens, also zur Handelshäufigkeit und eingesetztem Fremdkapital. Also je mehr Fremdkapital, desto mehr Steuer. Je mehr sie drehen, desto mehr Steuer. Und damit wären natürlich, selbst bei einer kleinen Finanztransaktionssteuer, wären viele dieser toxischen Geschäftsmodelle von heute auf morgen tot. Wären dadurch auch die Angriffe, die der Finanzmarkt ja gezielt gegen einzelne europäische Staaten oder auch den ganzen Verbund macht, damit schon vollständig unter Kontrolle oder ist es nicht so, dass die CDS über die OTC-Märkte dann immer noch wirksam wären?
Na gut, die Steuer müsste man natürlich über Börsen einführen. Man müsste sie am Wohn- oder am Standortprinzip des Akteurs festmachen. Also diese OTC-Märkte, wenn der Willen zur Regulierung da ist, kriegt man die auch in den Griff. Aber die Spekulation gegen Staaten wäre nicht automatisch komplett weg. Also die CDS und so, die wirken als Verstärker. Da kann man Hebel ansetzen nochmal. Aber wenn sich, sagen wir mal, eine große Menge an Investoren gesagt haben, wir ziehen uns aus Griechenland zurück, und wenn der Zug einmal läuft, dann kann ich mir so eine Spekulation auch ohne Derivate vorstellen. Gerade beim Handel, die Hebelwirkung, das erlaubt wird, also die Deutsche Bank und so weiter, die machen mal 50. Also das sind nicht normale Handelssachen, das sind nur Wettgeschäfte. Und 0,1% tötet diese Leverage, diese Hebelwirkung sofort. Und wer echte Derivate, also ein Bauer in Amerika, der seine Ernte im Voraus kauft, um so einen neuen Trecker zu kaufen, oder Lufthansa Flugbenzin im Voraus, den Preis stabil zu halten, also für die spielt 0,1% keine Rolle. Aber diese Blitztransaktionen, wo hunderttausende Tonnen Öl oder was auch immer innerhalb 5 Minuten gekauft und verkauft werden, das wäre weg. Und das ist unwahrscheinlich wichtig. Ja, uneingeschränkte Zustimmung. Als nächstes müsste man vielleicht die Fragen über die Bereiche des Finanzwesens, die sich mittlerweile außerhalb der staatlichen Regulierung befinden. Ich habe da Zahlen, die sagen, in Nordamerika werden es schon mehr als 50%, in Europa ungefähr knapp 40%. Stimmen diese Zahlen und wie bewerten Sie die Schattenbanken und diese Plätze? Ja, das ist ja das Schlimme und das ist auch das perfide Spiel, was die Finanzoligarchie spielt. Also erstmal sind die Investmentbanken von der Regulierung bevorzugt. Also diese Spekulationsgeschäfte, wie gesagt, Derivate und so weiter sind kaum reguliert, während Kreditgeschäfte extrem überwacht werden. Also und auch da extreme Reporting-Systeme. Also innerhalb mehr der normalen Regulierung werden schon mal die Investmentbanken massiv und die Spekulation massiv bevorzugt gegenüber den kreditgebenden Banken. Das ist das eine. Aber in der Tat, das Schattenbankensystem wird immer größer und man kriegt es gar nicht in den Griff. Und da passieren natürlich dann schlimme Dinge. Also wenn Hedgefonds sich hoch verschulden können und dann alles Mögliche spekulieren können und keiner weiß genau, was da passiert, dann ist das eigentlich eine Einladung dazu, unser Wirtschaftssystem zu zerstören und auszubeuten. Also da haben sich die Regierungen auch noch nicht so richtig dran getraut. Direkt eine Frage dazu. Was bezeichnen Sie jetzt als Schattenbankensystem? Meinen Sie damit Banken auf der Isle of Man oder meinen Sie in Deutschland oder im Euroraum Banken, die von der Regulierung ausgenommen sind, also eben insbesondere diese Hedgefonds? Ja, es sind sicherlich vor allem Hedgefonds, High-Frequency-Trading, also Finanzvehikel, in der Tat nicht reguliert werden, die Kapital sammeln und im Prinzip kaum Regeln unterworfen sind. Und natürlich sitzen die zum Teil auch auf der Isle of Man oder auf den Bahamas und sonst wo. Ja, man kann schon sagen, Hedgefonds, Private Equity, Kapitalsammelstellen, High-Frequency-Fonds und so weiter und so fort. Das hieße also, das Problem ließe sich weitgehend mit einer entsprechenden europaweiten Regulierung lösen? Natürlich, wir sind da einfach zu schwach in Europa, wir wollen es nicht. Ich meine, ich habe jetzt nach dem letzten Gipfel vom Sonntag kleine Hoffnung, da haben sich endlich mal 4 Akteure getroffen, die da relativ ähnlich tickten, Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland. Wir kriegen das Problem nicht gelöst, wenn wir England mit ins Boot nehmen. Die wollen es natürlich auf keinen Fall. Aber wenn die kontinentaleuropäischen Länder oder die großen Länder sagen, wir regulieren das mit Wohnsitzprinzip und Deutsche Bank, wenn euch Deutschland so unattraktiv ist, dann zieht doch weg. Können sie ja gar nicht. Sie haben ja hier ihre ganzen Filialen. Also sie müssten dann ihr Investmentbanking abspalten und nach London bringen. Gut, dann ist es eben weg. Also ich glaube, dass man, wenn man, was eben LNW sagte, Trennung von Investmentbanking und Geschäftsbanking, als das eine, Verbot des Eigenhandels und dann auch eine Regulierung des Schattenbankensektors mit Standortprinzip. Da hätte man viele, viele, viele Probleme gelöst und da trauen sich die Linken alle nicht so richtig ran. Die wollen jetzt Eurobonds machen, macht doch mal wieder die Schatzkiste auf, gebt noch mehr Geld aus, das kann man ja alles machen. Aber an die wahren Probleme trauen sich manchmal Bofinger, Flassbeck und Horn nicht so richtig ran. Ja, das war ein klares Statement. Vielen Dank dafür, Professor Otte. LNW, bitte als nächstes.
Könnte man nicht einfach Credit Default Swaps verbieten, also CDS verbieten? Eine Kreditausfallversicherung ist normal, aber das dürfte nicht handelbar sein. Ich kann nicht handeln mit den Krediten von anderen Leuten. No objection. Also das ist aus meiner Sicht vollkommen. Natürlich würde es einige Arbeitsplätze kosten bei der Börse Stuttgart und bei einigen anderen Finanzmarktakteuren, aber die sind letztlich für mich auch unproduktive Arbeitsplätze, die in einer volkswirtschaftlichen Gesamtallokation besser woanders eingesetzt werden. Wie sehen Sie denn eigentlich hier zur Finanztransaktionssteuer und zu diesen Regulierungsfragen die Rolle unserer Regierung und der sie tragenden Regierungsparteien? Ich spreche da gerade auf das Verhältnis FDP und CDU hin, also die sich irgendwie nach meiner Meinung immer hinter London verstecken oder hinter anderen auch noch Schweden und Tschechien waren es glaube ich auch noch und immer dann sagen, ja der Finanzplatz Deutschland darf nicht irgendwie darunter leiden. Wie bewerten Sie dieses Argument? Schweden hat ja in der Tat schlechte Erfahrungen mit der Steuer gemacht, aber Schweden hat sie auch im Alleingang eingeführt und Schweden ist nun wirklich eine relativ kleine Volkswirtschaft. Also es ist was ganz anderes, wenn Deutschland mit einer großen funktionierenden industriellen Basis, Österreich, die es ja auch befürworten, Frankreich, Italien das machen würden, vielleicht noch Spanien dazu, dann ist das mal ein anderes Wort. Also es ist eine Frage der Marktmacht, der internationalen Macht. Deutschland könnte das aus meiner Sicht in einer relativ kleinen Koalition mit anderen willigen europäischen Nationen machen. Österreich alleine kann es nicht, Schweden alleine kann es nicht, Holland alleine kann sowas nicht. Das ist völlig klar auch. Deutschland alleine ist zu wenig. Aber man braucht nicht ganz Europa und so weiter. Klar wandern dann ein paar Geschäfte ab, aber es ist machbar. Ich glaube, bei Frau Merkel gibt es da auch ein Umdenken. Und bei dem kleinen Koalitionspartner wird es da wohl nie ein echtes Umdenken geben. Der ist dazu sehr gekauft von der entsprechenden Lobby. Herr Professor Otte, kurze Anschlussfrage. Die Bedeutung des Finanzplatzes London für Kontinentaleuropa. Können Sie das ganz kurz erläutern, wenn wir solche Sachen machen, wie Sie eben gerade gesagt haben? Aber was ist die Bedeutung von London für Europa? Ja, London ist sehr schädlich für Kontinentaleuropa. Wir sind die Sparer in Deutschland. Wir sind der Kapitalexporteur. Deutschland hat mehr als genug Kapital. Österreich ist Kapitalexporteur. Holland ist Kapitalexporteur. Also die englische Wirtschaft ist ja brutal am Boden. Die haben ja außer London nichts. Und wenn London nicht mehr die Finanzmarktgeschäfte für Kontinentaleuropa machen darf, dann ist England völlig platt. Also London spielt eine höchst unheilvolle Rolle in dem ganzen Spiel. Ich glaube, Frau Merkel kapiert es langsam. Die Frage ist nur, wie man damit politisch umgehen will. Wir bestrafen oder wir regulieren die Schweiz extrem. Bin da auch gelegentlich tätig. Und wir lassen auf der anderen Seite die Kanalinseln Jersey, Guernsey und die Bahamas völlig unangetastet, weil sie letztlich Eigentum der britischen Krone sind. Also da kommen ganz alte Strukturen wieder durch. Also ich spreche aus London, ne? Und meine Familie leben alle noch da. Nein, kein Problem. Natürlich, die Leute, die in der City arbeiten und die Politik, die bestens durch Lobbyisten bedient werden, sind 120%, 200% dagegen. Aber die allgemeine britische Bevölkerung, auch Leute in relativ gehobenen Stellen, also in meiner Familie sind Zeitungsredakteure und. Die breite Bevölkerung wäre sehr für eine Finanztransaktionssteuer. Und die Auswüchse in der City, die sie nicht so gern hätten, okay, der Markt für gebrauchten Ferraris und Porsches würde einbrechen, aber so what? Ich empfehle da sehr das Buch von der Susanne Schmidt, der Tochter von Helmut Schmidt, die ja nach dem Studium 77 oder 78 in die City gegangen ist, weil hier in Deutschland noch die Terroristengefahr war und so weiter. Und seitdem lebt sie auch in der City. Und in ihrem Buch Markt ohne Moral beschreibt sie sehr, sehr gut die Transformation der Londoner City, also den Big Bang, den Margaret Thatcher dann gemacht hat, also wie sich auch die Geschäftssitten und alles extrem ins Negative gedreht haben. Und ich darf nur mal sagen, die englischen Finanzinstitute hatten in den 60ern noch eine vorgeschriebene Leverage Ratio von 13, also die mussten 7-8% Eigenkapital halten. Das war damals ganz normal, sogar in England, während heute die Deutsche Bank eine Leverage Ratio von 50-60 hat, also nur noch 1,8% eigenes Kapital.
Ich habe nochmal eine Nachfrage. Sie hatten gesagt, also in Schweden, die hätten das versucht mit der Finanztransaktionssteuer und hätten damit schlechte Erfahrungen gemacht. Können Sie sagen, inwiefern hat Schweden damit schlechte Erfahrungen gemacht? Hat das der schwedischen Industrie geschadet? Hat das schwedische Arbeitsplätze gekostet? Hat das die Arbeitslosigkeit insgesamt erhöht? Und wie könnte man diese Fehler vermeiden? Ja, Schweden ist nun wirklich eine relativ kleine Volkswirtschaft. Also da ist dann in der Tat sofort viel Kapital abgewandert ins Ausland. Und Schweden hat auch nicht die Machtposition, es geht da auch um Macht, zu sagen, ihr bleibt aber hier. Während wenn Deutschland und Frankreich und Österreich und Spanien und Italien zusammen, wir machen eine Transaktionssteuer und liebe Deutsche Bank, überlegst dir, entweder du bezahlst das Ding für die ganzen Geschäfte, die du machst, weil du deinen Hauptsitz in Deutschland hast und weil du dein Geschäft in Deutschland hast, oder du spaltest Investmentbanking ab, dann würde sich die Deutsche Bank schon überlegen, ob sie gegen diesen Block Paroli bieten kann. Aber ein Schweden alleine hätte gegen so einen Akteur wie die Deutsche Bank eben keine Chance. Ich habe da noch eine ergänzende Frage. War es vielleicht auch die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde? Oder denken Sie, dass die Umsetzung nicht so entscheidend ist? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn man sagt, es kommt darauf an, der Wohnsitz dessen, wer das Geschäft anleiert, der ist steuerpflichtig, dass es dann im Grunde genommen keine Fluchtmöglichkeit gibt. Absolut. Wir müssen da amerikanische Rechtsvorstellungen in dem Fall einführen. Wir müssen sagen, bitteschön, Wohnsitzprinzip, Standortprinzip. Und das streng durchsetzen. Und das kann man mit der heutigen, also da wird ja dann Durchführbarkeit und so weiter, aber die heutigen IT-Systeme können das doch alles. Also man muss es nur durchsetzen wollen. Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Mir leuchtet ein, dass diejenigen Unternehmen abwandern, die ihr Geld mit Finanztransaktionen verdienen. Mir leuchtet aber nicht ein, dass Kapital dadurch abwandert. Und das Entscheidende ist doch eigentlich, dass Kapital da ist, oder? Ja, nehmen wir an, also wir haben eine große Kapitalsammelstelle in Deutschland mit mehreren hundert Millionen oder Milliarden und deren Geschäfte sollen jetzt besteuert werden. Je nachdem, welche Fehler man macht oder wie man es ausgestaltet würde, würde diese Kapitalsammelstelle abwandern auf die Bahamas und würde von dort ihre Geschäfte betreiben. Das muss man natürlich unterbinden und da muss man sich Gedanken drüber machen. Also, aber im Moment ist es ja so, dass es Ebene über Ebene gibt und diese Dinge bewusst auch von der rechtlichen Gestaltung her zum Teil gar nicht nachverfolgt werden. Aber wenn man das wollte, könnte man das mit moderner Informationstechnologie selbstverständlich. Könnte man da nicht sagen, dass entsprechender Beteiligung, das heißt, es spielt keine Rolle, ob ich die Geschäfte direkt mache oder über eine Beteiligung, dass dann trotzdem die Steuern anfallen? Und wenn sogar gesagt wird, wenn es um eine Beteiligung geht, dann spielt es auch gar keine Rolle, wie groß die Beteiligung ist. Sie fällt trotzdem in voller Höhe an. Dann wäre das ja sogar eine Maßnahme, es nicht in Beteiligung zu stecken. Nee, das hat ja nichts mit der Beteiligungshöhe zu tun, sondern sie fällt ja immer auf das Geschäft an und da fällt es ja sowieso in voller Höhe an. Also und dann hätte ja, wenn jemand sich irgendwo beteiligt, hätte er dann 30% an dem Geschäft. Aber auf das Geschäft selber fällt es ja in voller Höhe an. Also das ist ja der Sinn der Finanztransaktionssteuer. Herr Professor Otte, ich habe einen Vortrag von Professor Windolf und die Drier, der auch sehr international tätig war. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Noch nicht. Er hat Wicklungen hin von dem Industriekapitalismus zum Finanzkapitalismus bei seinem Vortrag erörtert und er hat gesagt, dass praktisch alle Teilnehmer am Finanzmarkt durch die Art und Weise dieses Theoriegebäudes in den Wirtschaftswissenschaften, besonders in der Finanzwissenschaft, eigentlich gezwungen waren, sich also immer kurzfristiger zu orientieren über Shareholder Value. Die Pensionsgesellschaften und die Institutionellen haben also eine unheimliche Macht bei den Unternehmen in den Realwirtschaften erlangt. Und letztendlich tun sogar Pensionsgesellschaften, zumindest aus Amerika, schon 30% der Mittel für Hedgefonds stellen, nach seinen Berechnungen. Bewerten Sie doch mal auch den Zusammenhang, dass auch ganz, sag ich mal, klassische Kapitalsammelstellen wie Pensionsgesellschaften, Investmentfonds, Lebensversicherungen an diesem Spiel mittlerweile, wenn sie nicht gesetzliche Restriktionen haben wie in Deutschland, schon teilnehmen. Das ist ja erstaunlich, welche Werte da schon erreicht werden. Nicht nur erstaunlich, sogar erschreckend. Und aber auf der anderen Seite, in Deutschland, wir sind ja eigentlich Kapitalproduzent. Die Amerikaner, die absorbieren Kapital, die sind ja keine Nettosparer. Die Deutschen sind Nettosparer, die Chinesen, die Japaner, ein paar andere auf der Welt. Und die Japaner, die Engländer und die Amerikaner brauchen Ersparnisse eher auf. So, und unsere Kapitalsammelstellen wie Allianz und so weiter, die werden gedrückt, die dürfen sowas gar nicht. Was ja eigentlich sinnvoll ist, dass so Kapitalsammelstellen nicht in Hedgefonds spekulieren.
Aber das hat zur Folge, dass bei der jetzigen Notenbankpolitik, wenn Sie das in Staatsanleihen stecken, kriegen Sie nur 2-3%. Da werden also die deutschen Versicherten und Sparer nochmal abgezockt. Also das ist ein ganz, ganz bitteres Spiel, was da gespielt wird. Ich halte es für falsch. Aber es ist im Moment letztlich für diese Fonds in den USA bei den niedrigen Zinsen die einzige Möglichkeit, überhaupt noch für ihre Anleger unter Umständen Rendite rauszuholen. Aber es geht natürlich völlig in die falsche Richtung. Wir sehen, wir sind von der Euro-Krise über Finanzmarktregulierung jetzt fortgeschritten. Ja, LNW, noch mal eine Frage. Diese Zahl von der Deutsche Bank, Eigenkapital 1,8%, kenne ich auch. Also Hebelwirkung 50 bis 60. Müssten die nicht sofort Konkurs anmelden? Man weiß nicht, was in der Bilanz einer Investmentbank ist. Das kann keiner so richtig wissen. Also wahrscheinlich haben die irgendwo noch versteckte Verluste in der Höhe, dann wären sie Konkurs. Deswegen ja auch meine Forderung, alle Banken und Schattenbanken mindestens 7-8% Eigenkapital, echtes, festes Eigenkapital. Das wäre eine Leverage Ratio von 13. Da sind wir dann schon ein großes Stück weiter. Ob die Deutsche Bank de facto insolvent ist oder nicht, entzieht sich meiner Kenntnis. Nur wenn sie insolvent wäre, wäre das aus der Sicht der Deutschen Bank auch nicht so schlimm. Dann würden wir sicherlich als Bürgerinnen und Bürger wieder zwangsweise mit einer Rettungsaktion beauftragt. Apropos Rettungsmaßnahmen. Ich möchte mal mit einer These aufräumen, mit Ihrer Hilfe, Herr Otte, als sich Ackermann hingestellt hat, gesagt, die Deutsche Bank, die würde sich ja schämen, wenn sie deutsche Staatsgelder annehmen würde. Und und sie hat ja dann auch gesagt, sie hätten das nicht getan. Die Frau Stegle von der London School of Economics hat bei der Geldsystemkonferenz vor 2 Tagen dann aber aufgeführt, die Deutsche Bank hat vom amerikanischen Staat über die AIG, über das AIG Bailout 19 Milliarden, ich weiß nicht, ob es US-Dollar oder Euro sind, ist auch egal, erhalten. Wie bewerten Sie denn das? Ja, es sind ja nicht nur diese 19 Milliarden, sondern es sind auch die 20 bis 30 Milliarden, die Sie indirekt nicht abschreiben mussten, weil der deutsche Staat die Hypo Real Estate gerettet hat. Sie haben da Riesenforderungen gehabt. Und diese Forderungen sind ihr gerettet worden, weil wir eben die Hypo Real Estate gerettet haben. So, die wären auch flott pleite gewesen. Also die Deutsche Bank hat natürlich unendlich indirekt von den Sachen profitiert und in den USA vielleicht sogar direkt. Und ich traue das dem Ackermann zu, dass er das einfach unter den Tisch fallen lässt in seinen Statements. Ich habe gerade noch mal eine Frage zu der Bankenrettung. Es wurde ja schon vorhin angesprochen. Warum kann man nicht, wenn eine Bank gewissermaßen an der Wand steht oder kurz vor der Pleite steht, sich schlicht und einfach sagen, der Preis der Rettung ist 1 Euro symbolischer Preis für die Bank, ansonsten wird sie nicht gerettet, beziehungsweise es ist Staatsräson, weil es, um diese volkswirtschaftlichen Schäden zu vermeiden, gibt es nicht mehr, weil wenn die Bank pleite gehen würde, würden die Eigentümer ja auch nichts erhalten. Ja, Moment, dieser 1 Euro, wo wollen Sie den hinschicken? Also ich werde das gleich ausführen, aber die Frage, was wollen Sie mit dem 1 Euro machen? Für das Paket der Eigentümer, praktisch für die 100% Aktien. Ach so, Sie wollen also die Bank quasi in staatlichen Besitz überführen? Ja, und zwar 100% und nicht einfach nur zu sagen. Ich denke, es hätte auch eine ganz andere Signalwirkung, wenn es heißt, wenn eine Bank gewissermaßen an Randinsolvenz kommt und es eigentlich keinen Weg mehr zurück gibt, dann ist das der Preis. Und das sollte auch dann das Signal an den Bankensektor sein und nicht, dass man sagt, okay, wir retten euch und jetzt so weitermachen. Im Prinzip wäre das die normale Marktwirtschaft. Die Bank ist pleite, Management und Eigentümer haben versagt, die Manager mit ihren Geschäften, die Eigentümer bei der Kontrolle der Manager. Ist in der Tat, die Eigentümer gehören rausgeworfen in einer Pleiteinstitution, wenn ein neuer mit Kapital kommt und das aufstockt. Ich habe das eben gar nicht so radikal, wie Sie formuliert, gesagt, der Staat muss dann auch Anteile kriegen, aber letztlich haben Sie natürlich recht, wenn eine Institution pleite ist und wir retten die, also ein neuer Kapitalgeber kommt, gehört sie dem. Und in dem Fall sind wir das als Staat und dann kann man später immer noch privatisieren. Die Banken machen das umgekehrt. Doch genauso, die haben doch überhaupt keine Bedenken, dass wenn ein Unternehmen die Schulden nicht bezahlen kann, dass es dann entsprechend liquidiert oder entsprechend gehandhabt wird. Das ist doch eigentlich das Selbstverständnis, mit dem Banken sich gegenüber der Realwirtschaft verhalten.
Genau deswegen spreche ich ja von Finanzoligarchie, von einer Kaste oder Klasse, die sich mittlerweile tief in unser Wirtschafts- und Gesellschaftssystem reingefressen hat, mit undemokratischen Mitteln und mit auch unmarktwirtschaftlichen Mitteln und mit zweierlei Maß agiert. Und das ist in der Tat eine Finanzoligarchie. Und ich habe es ja in meinem blauen Büchlein als eines der größten Gefährdungen unserer Demokratie auch genannt. Die Erhöhung des Eigenkapitals der Banken kann ich nachvollziehen und das leuchtet mir unmittelbar ein. Ich habe allerdings noch eine Frage dazu, ob das nicht die gegenwärtige Krise zunächst mal verschlimmern würde. In gewisser Weise ja, aber nehmen Sie jetzt Spanien, wenn Spanien aufräumen muss. So, dann muss unter Umständen eben, müsste man Eigenkapital staatlicherseits beibringen, also eine Teilverstaatlichung. So, dann hat der Staat in der Tat höhere Schulden. Aber wenn die Banken im Moment gesagt bekommen, erhöht euer Eigenkapital und macht das, indem ihr Kredite zurückfahrt, indem ihr dies, dann ist es in der Tat kommt, dann würde es jetzt im Moment die Krise verschlimmern. Also wir müssten eigentlich neues Kapital zuführen, staatlicherseits. Dann ginge das. Ich will nur zu bedenken geben, der britische Staat hat 70% vom Royal Bank of Scotland übernommen und gehört immer noch zu 70% das Volk. Praktisch, aber hat nicht viel genutzt. Die machen und tun, was sie wollen, immer noch. Ja, die Royal Bank of Scotland, die führe ich auch gern auf. Das ist natürlich schade. Also wenn da ein Board Member vom Ministry of Finance wäre, oder nee, wie heißt das, bei Ihnen heißt es Exchequer, Chancellery of the Exchequer und so, wenn da also ein guter Aufsichtsrat, guter Board Member wäre, dann wäre das vielleicht anders. Aber theoretisch hat der britische Staat jetzt diese Optionen. Und ich sage das auch immer gerne in Deutschland. Schaut mal, die Engländer oder auch in Washington, die Amerikaner sind als eigentlich sehr kapitalistische Länder, sind da sehr viel unbefangener rangegangen damals als wir in Deutschland. Vielen Dank, Herr Professor Otte. Ich glaube, wir gehen jetzt in den Frage der Zuhörer Teil A und zwar da in die Frage 6 erst einmal. Herr Otte, ist eine Parallelwährung eine Lösung für die Krisenländer? Insbesondere das Konzept von Bernd Lucke und Manfred J. M. Neumann erscheint vielversprechend. Ich habe mich noch nicht so ganz intensiv damit befasst. Ich weiß, dass auch die Deutsche Bank dieses Konzept ins Spiel gebracht hat. Komplexität nützt immer den Finanzmarktakteuren und die Deutsche Bank als größter Devisenhändler der Welt freut sich sicherlich über die Parallelwährung. Also da haben wir schon mal einen, dem es nützt. Ich glaube, das Konzept ist durchaus interessant, es kann etwas beitragen, aber mir sind die einfachen Lösungen wirklich lieber. Also Griechenland tatsächlich rauszulassen aus dem Euro, das ist eine klare Lösung. Da muss man einen Schuldenschnitt dabei machen. Die Parallelwährung ist ja auch zum Teil wieder, um den Schuldenschnitt zu umgehen. Wir hatten übrigens in Europa im 19. Jahrhundert solche Parallelwährungen. Italien zum Beispiel hatte für die internationalen Transaktionen Gold. Und im Inland war die Währung eher silbergedeckt. Amerika hatte das ja auch. Eben sprach jemand von Silber als monetärer Funktion. Also da gab es die großen Kontroversen über Monetizing Silver im Ende des 19. Jahrhunderts. Man kann über die Parallelwährung nachdenken. Ich glaube aber, es geht einfacher und besser. Als nächstes die Frage 5. Die Krisenstaaten haben das Problem, ihre fälligen Staatsanleihen zu refinanzieren. Denn die Zinssätze liegen deutlich höher als bei den auslaufenden Anleihen. Wäre es eine Lösung, zukünftige derartige Probleme zu vermeiden, indem Staatsanleihen nur noch als Tilgungsanleihen oder Annuitätenanleihen ausgegeben werden? Die Anleihe wird während der Laufzeit getilgt. Das Refinanzierungsproblem entfällt folglich. Die vom Staat zu zahlenden Raten werden dann wegen der enthaltenen Tilgungen höher, was die Bereitschaft, sich überhaupt zu verschulden, reduziert. Naja, wir haben nun mal die Defizite im Moment. Wir versuchen ja auch die Bereitschaft, sich zu verschulden, über den Fiskalpakt zu reduzieren. Also wenn man jetzt die Verschuldungsmöglichkeiten massiv runterfährt in der Krise, ohne das Bankensystem zu reformieren, verschärfen wir natürlich die Krise. Also ich glaube nicht, dass das eine Lösung ist, sondern wir müssen das Finanzsystem reformieren. Die Südländer haben sicherlich auch im Wirtschaftssystem Reformbedarf. Aber das kriegen wir nicht jetzt kurzfristig, indem wir die Schulden, also die Neuverschuldung brutal reduzieren. Das kriegen wir so nicht hin. Ja, vielen Dank, Herr Professor Otte. Die nächste Frage würde ich gerne vorlesen. Europa braucht den Euro nicht, hat Thilo Sarrazin nicht recht? Und als Ergänzung, weil wir hier
immer einen Disput haben darüber, wenn man gegen den ESM ist, ist man ja nicht gegen den Euro und gegen Europa. Also, aber hauptsächlich dieser Link, wenn man gegen den ESM ist oder gegen die Rettungsmaßnahmen, ist man nicht automatisch gegen den Euro. Vielleicht diese Frage in Kombination mit dieser Aussage hat Thilo Sarrazin nicht recht. Eben, das ist es ja. Es werden ja Dinge unzuverlässig vermengt. Also wenn man gegen den ESM ist, ist man nicht gegen den Euro. Wenn man für einen Austritt Griechenlands ist, ist man auch nicht gegen den Euro. Wenn man sogar wie ich für einen Austritt der Randstaaten ist, ist man auch nicht gegen den Euro. Das ist ja eher eine differenzierte Betrachtungsweise. Wie kann dieses System so konstruiert werden, dass es vernünftig funktioniert? Also ich bin zum Beispiel für den Kerneuro. Sarrazin hat mit dem Buch Europa braucht den Euro nicht nach eigener Aussage die Gegenthese gemacht, zu Merkels scheitert Griechenland, scheitert der Euro, scheitert Europa. Ich kann das Buch nur empfehlen. In diesem Fall ist er hundertprozentig in seinem Fachgebiet. Er ist ja nicht nur Finanzpolitiker gewesen, sondern auch Währungspolitiker beim IWF und so weiter. Also er schreibt da aus meiner Sicht völlig unpolemisch. Man sieht das ja auch bei den Amazon-Rezensionen. Eine Währungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland und eine Geschichte der Rettungsmaßnahmen bis jetzt. Das ist also ein ökonomisches Fachbuch. Man muss nicht alle Thesen teilen, aber es ist sehr fundiert. Es ist relativ gut lesbar. Es ist natürlich keine ganz einfache Materie. Letztlich hat er recht, aber die These ist natürlich verkürzt. Wir haben nun mal den Euro. Also eine Rückabwicklung, die ist aus meiner Sicht nicht möglich. Die würde wirklich vieles kaputt reißen. Sagt er übrigens selber. Ich habe ihn vor 3 Wochen moderiert, weil man ihn nicht alleine aufs Podium lassen wollte, als er sein Buch gelesen hat. Also hatte ich die Aufgabe, das zu begleiten. Und er sagt selber, dass er sich also auch nur ein selektives Ausscheiden von Randstaaten vorstellen kann, aber dass er nicht den Nordeuro will von Henkel. Der ist nämlich politisch unrealistisch und auch nicht zur D-Mark zurück will. Das sieht man dann auch im Buch. Im Buch schreibt er auch. Also zum Beispiel, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit auf jeden Fall gerettet werden muss. Ich würde so sagen, Europa hätte den Euro nicht gebraucht. Da bin ich hundertprozentig dabei. Wir hatten ein europäisches Währungssystem, was wunderbar funktioniert hat. Das war ideal für Europa. Aber wir kommen nicht dahin zurück. Also aus meiner Sicht ist diese These, braucht den Euro nicht, ist, sagen wir mal, im luftleeren Raum stimmt das. Aber in der jetzigen Situation ist es falsch, weil wir den Euro haben und weil wir ihn auch nicht rückabwickeln können. Ja, hallo Herr Professor Otte. Sie haben jetzt gerade eine Aufzählung gebracht, was so an Möglichkeiten besteht. Eine Möglichkeit haben Sie nicht erwähnt. Wie sieht es denn aus, wenn Deutschland aus dem Euro austreten würde? Wäre das nicht eine Lösung? Die D-Mark würde sehr stark aufwerten, die Wettbewerbsfähigkeit würde sinken, unser Export würde zusammenbrechen, aber die anderen Länder wären doch wieder wettbewerbsfähiger mit einem schwachen Euro. Also die Kosten wären natürlich schon erheblich. Das wurde 10% BIP geschätzt und die Arbeitslosigkeit würde wohl mal zwischendurch auf 5 Millionen steigen. Ich halte das für realistisch. Das hätte man aber in 1-2 Jahren im Griff. Wir haben ja bei der Wiedervereinigung letztlich auch ähnliche Dinge gestemmt. Also das wäre theoretisch möglich, aber dann hätten sie natürlich sofort, also Frankreich und so weiter gegen sich, dann wäre dieser Prozess der europäischen Einigung aus meiner Sicht ernsthaft beschädigt. Also wir könnten es ökonomisch stemmen. Es würde auch, wenn es akzeptiert würde, läge es im Bereich des Möglichen, aber das würden die anderen Länder wohl nicht akzeptieren. Ich denke ja auch immer in strategischen Zusammenhängen, glaube ich zumindest. Ich glaube, wie Schmidt, Biedenkopf, Kohl, dass es für Deutschland ein Staatsressort sein muss, die Allianz mit Frankreich zu wahren, aufgrund der historischen Erfahrung von 200 Jahren einfach. Also das darf auf keinen Fall aufgegeben werden. Ja, hier ist der Volker. Mich würde interessieren, weil es bisher, glaube ich, noch nicht so angesprochen wurde, so Mechanismen wie ESM etc. oder auch im Stabilitäts- und Wachstumspakt, wenn der Staat im Defizitverfahren ist. Die Staaten kriegen ja auch Auflagen gemacht. Und ich habe auch einiges gelesen, so von wegen gesundheitspolitischen Kürzungen zum Beispiel in Rumänien oder Griechenland. Und den Iren oder und den Griechen wollte man per Kreditauflage eine Schuldenbremse oder was man Schuldenbremse genannt hat, in die Verfassung aufnehmen. Wo sind da die Grenzen bei den Auflagen? Es waren 2 Dinge, die mir jetzt besonders sensibel erschienen. Wie findet man da ein Maß? Wie weit man gehen darf? Ja, es gibt da kein Maß. Ich meine, ich wiederhole den Begriff immer wieder. Dieses Skript ist von der Hochfinanz diktiert.
Und es ist zum Schaden der Bevölkerung in den Ländern. Wir hebeln da extreme Rechte aus. Also wenn ich auch mal in Podiumsdiskussionen sitze und dann sagt ein Stoiber oder wer auch immer, da kann man eigentlich alle etablierten Parteien reinsetzen. Da müssen wir Griechenland mehr Geld geben, müssen dann aber genauer aufpassen. Und dann kommen wieder solche Auflagen zum Schaden der Bevölkerung. Also wir hebeln da flächendeckend die Demokratie aus und wir verschlimmern das Schicksal der Leute. Mich würde interessieren, wenn man jetzt überhaupt Sparauflagen macht, wenn jetzt zum Beispiel Auflagen in sensiblen Gesundheitsbereichen zu weit gehen, wie findet man ein Maß, welche Auflagen zumutbar sind oder wie weit dürfte man Ihres Erachtens gehen? Haben Sie da Beispiele, welche Auflagen Sie kennen, die Sie für gerechtfertigt halten oder welche nicht mehr? Also ich halte es für ein Unding, dass man aufgrund einer Staatsschuldenkrise oder einer Finanzmarktkrise Auflagen im Gesundheitsbereich macht. Das ist eine völlige, ich habe es eben schon gesagt, ich halte das prinzipiell für äußerst undemokratisch und für ein Unding. Man müsste erstmal dann bitteschön den Verursachern Auflagen machen, den Banken und so weiter. Da könnte man anfangen aus meiner Sicht, aber doch bitte nicht die Bürgerinnen und Bürger bluten lassen. Also ich habe zwei Fragen inzwischen. Die eine bezieht sich nochmal, die Frage von Piratos ist nicht vollständig beantwortet worden. Würde es anderen Staaten helfen, wenn Deutschland aus dem Euro austreten würde? Das wäre die eine Frage. Und anschließend jetzt an die Diskussion um die Auflagen. Erstens, sollte, wenn Staaten geholfen wird, sollten diesen Staaten überhaupt Auflagen gemacht werden? Sollten Sparauflagen gemacht werden? Welche Auflagen würden Sie für sinnvoll halten? Also zwei Fragen. Also wenn Deutschland ausscheiden würde, gäbe es erstmal schon es wäre erheblich, was da an Kosten zu schultern wäre, höhere Arbeitslosigkeit in Deutschland und so weiter. Es wäre ökonomisch zu stemmen und es wäre letztlich nach 2-3 Jahren, wenn wir es gestemmt hätten, auch besser. Ich habe ja gesagt, ich fand das europäisch, dann wären wir zurück im europäischen Währungssystem, andere Länder würden vielleicht auch austreten und wir wären da, wo wir vorher waren. Das System war besser für Europa. Der Euro war nicht so uneingeschränkt gut für Europa. Er hatte gute Effekte, hat auch schlechte Effekte. Aber es ist eben unrealistisch und es würde sehr, sehr schlecht ankommen in Frankreich und so weiter. Also von daher, selbst wenn es hypothetisch nach 2-3 Jahren durchaus durch die Aufwertung der D-Mark den anderen Ländern auch helfen würde, sehe ich den Weg nicht dahin. Also das würde in Europa erheblich Unfriede stiften. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ansonsten, welche Auflagen sollen gemacht werden? Also wenn wir Griechenland Geld geben, da müssen wir doch zum ersten Mal fordern, dass die Finanzmarktakteure einen Teil des Schadens bezahlen. Das wäre für mich die erste Auflage. Und bitte schön nicht den Bürgerinnen und Bürgern Auflagen machen. Also das halte ich insgesamt, muss mich da wiederholen, für falsch. Hallo, einen schönen guten Abend, Herr Professor Otte. Sie sprechen immer von Hochfinanz. Das hört sich so toll an. Ich gehöre also zur Niederfinanz. Kann man das nicht einfach noch deutlicher sagen, dass es einzelne Vermögende sind, also 500 oder 600 Oligarchen weltweit, die das alles steuern? Ja gut, steuern ist eine Frage. Also ich glaube schon, dass es da, wie gesagt, Interessengruppen gibt. Und es gibt ja dann die Geschichte mit den Bilderbergern und so. Wer und was das ist, lass mal dahingestellt sein. Also ein Sex oder eine Deutsche Bank, ein Josef Ackermann, wo auch ein Hedgefondsmanager zum Teil haben, gewisse Interessen, die sich in diesem System bewegen, die sich zum Teil absprechen, zum Teil auch miteinander, zum Teil gegeneinander, wie das so ist in Branchen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie ein Masterplan und eine Steuerung dahinter steht. Die wollen ja auch alle selber im Wettbewerb gegen den anderen auch Geld verdienen. Aber wenn man dann, sagen wir mal, von Wall Street aus merkt, aha, Europa hat politische Konstruktionsfehler, es geht uns dreckig hier in Amerika, aber lass mal die Fehler in Europa besonders hervorheben und dann springen die Medien drauf und es springen immer mehr Medien drauf, dann kann man so Kampagnen lostreten. Also unter der Hand würden das einige meiner Kollegen auch, aber eher die Praktiker würden das auch so bestätigen, was da passiert. Und natürlich ist zum Beispiel Goldman Sachs ganz zentral in diesem Netz, aber die sind auch jetzt nicht, kann man auch nicht sagen, dass der CEO von Goldman Sachs das mit ein paar anderen zusammen steuert. Der beeinflusst vielleicht einige Dinge, andere wieder nicht. Aber es ist einfach ein relativ kleiner Zirkel, der doch sehr viel Macht letztlich an sich gezogen hat, der sich informell abstimmt, und die Gesetzgebung beeinflusst und so weiter und so fort. Tut mir leid, aber nochmal auf das Thema Auflagen zurückkommen.
Soweit ich informiert habe, ist es doch in Griechenland so, dass es kaum ein staatliches Steueraufkommen gibt, aufgrund korrupter Mittel und die für griechischen Finanzbeamten, die sich bemühen, das Steueraufkommen ein akzeptables in Europa irgendwie vergleichbar Niveau zu heben, haben einen extrem schweren Stand und kämpfen permanent gegen Windmühlen. Wäre es nicht zumindest dringend erforderlich, Auflage zu machen, dass die Griechen ihren eigenen Haushalt in puncto Steuerzahlen in Ordnung bringen? Ja, das ist ja das Argument unserer europäischen Spitzenpolitiker. Aber Sie sehen ja, was dann passiert. Dann kommen mal die Kommunisten an, kommen mal die dran, kommen jetzt wieder die Griechenland, spielt da ein Spiel mit uns. Ich habe einen Völkerkundler, der hat in den 60er Jahren da gelebt, der spricht gut Griechisch, hat gesagt, Steuern ist in Griechenland das, was die Türken bekommen haben in den letzten 200 Jahren. Die waren hier lange besetzt. Es ist also wirklich Volkssport, keine Steuern zu zahlen, und es war fast nationale Pflicht. So, wenn Sie jetzt sagen, da muss aber die EU hinkommen und den Finger hochheben, das kriegen wir eben nicht hin. Soweit ist die EU noch nicht. Oder sie müssen wirklich eine Zwangsverwaltung, ein Protektorat machen. Und ich halte das für undemokratisch und für falsch. Natürlich ist der griechische Staat in diesem nicht funktional. Es ist ein failed state. Wenn Sie überlegen, wie da das Demokratieverständnis ist, Papandreou, Harvard-Student, brillant, Premierminister, Papandreou, Premierminister, Opa, Papandreou, Premierminister, also dieser Staat ist für mich kein so Modell einer, der, das sind ganz kleine Klicken, die diesen Staat quasi steuern. Und die Frage ist, können wir jetzt von EU-Seite sagen, du, mach mal dein Steuersystem in Ordnung, wir schicken dir auch einen Deutschen hin, der das richtig überwacht da. Das wird nicht funktionieren, da kriegen sie das, was sie jetzt haben. Also jetzt ist das Bruder nochmal zurückgeschlagen, aber sie kriegen richtig Zoff in der Bude. Also bitteschön, dann doch lieber die Drachme zurück und lass Griechenland das über den, bitteschön, demokratisch selber lösen. Ich wollte jetzt auf meine Frage zurückkommen. Können wir den Euro überhaupt halten? Abstrakt gesehen ist ja der Euro ein System fester Wechselkurse. Und wenn man in die Vergangenheit geht und sieht den Übergang von festen zu flexiblen Wechselkursen, dann muss man doch sagen, es gibt keine Macht der Welt, die praktisch feste Wechselkurse auf die Dauer halten. Für mich ist es so, wie wenn man mit den Händen die tektonische Plattenverschiebung der Kontinente aufhalten wollte. Ja, wir haben einmal die Wettbewerbsfähigkeitskrise und die Zahlungsbilanzkrise der Südländer, die dem zugrunde liegt. Da sind die Löhne massiv gestiegen, in Deutschland sind sie flach geblieben und deswegen haben die große Nettoimporte und sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Das ist ein Problem. Und darüber liegt jetzt noch zusätzlich als verschärfendes Problem die Spekulation der Hochfinanz oder der Finanzmarktakteure, die das Problem tatsächlich verstärkt. Also wenn wir Eurobonds hätten mit all den Problemen, wäre die Spekulation vielleicht kurz weg. Wir würden aber überhaupt nichts an dem zugrunde liegenden Problem lösen. Das würden wir eher noch verschluren. Also haben wir diese Zahlungsbilanzkrise. Und ich gebe Ihnen recht, dass die in keinerlei Weise gelöst ist. Ich wage keine Prognosen. Ich glaube, dass unsere Finanzmittel und unsere Verschuldungsmöglichkeiten noch ausreichen, das Spiel 2 bis 3 Jahre weiterzuspielen. Aber dann wird irgendwann der Punkt eintreten, wo der Euro wirklich vor der Entscheidung steht. Das ist richtig. Würde aber das 2 oder 3 Jahre warten nicht letztendlich bedeuten, dass wir sehenden Augens noch stärker an die Wand fahren? Ja, sicher, das tun wir ja gerade. Wir sagen dann, bitteschön, wir brauchen aber einen Sparpakt und fahren einige Länder wie Griechenland völlig in den Keller. Wir haben es eben diskutiert, die müssen eigentlich ihre Verwaltungsstrukturen hinkriegen, ihre Staatsstrukturen, aber sie müssen jetzt nicht extrem in der Krise noch Ausgaben kürzen, dann wird die Krise schlimmer. Also das ist das falsche Rezept. Wir könnten natürlich anfangen, nochmal mit Staatsinsolvenzen, mit Schuldenschnitten, mit Teilausscheiden aus dem Euro von Griechenland. Wir können eine Option vorbereiten für Spanien und Portugal. Das wären alles Möglichkeiten, die wir machen könnten. Während wenn wir zum Beispiel die Eurobonds machen, dann haben wir zwar die Spekulation kurzfristig gedämmt, aber dann würden wir im Prinzip noch schneller in diese tektonische Plattenverschiebung hineinkommen. Dann würde wahrscheinlich das Ende noch schneller kommen. Wenn ich jetzt am Wochenende, am Sonntag, den Pressegruppe gesehen habe, Exile aus der AG Europa hat darauf hingewiesen, an einem Mail, da wurde diskutiert über die Situation in Europa, aber mehr von der verfassungsrechtlichen und demokratietheoretischen Seite, Herr Professor Otte.
da war eigentlich ganz klar die Sachlage, wir können nicht so schnell das demokratische Haus aufbauen. Wir haben kein demokratisches europäisches Parlament, was eine Regierung wählt, also was das Essential eigentlich wäre. Und es läuft auch in Deutschland letztendlich darauf hinaus, dass wir Paragraph 146 anrufen müssten, nämlich eine Volksbefragung, ob die Deutschen in einen föderalen europäischen Staat aufgehen möchten. Vorher können wir doch diese ökonomischen Themen, die uns aufgezwungen werden, ich bleibe bei dem Wort aufgezwungen, nicht vernünftig lösen. Aber aufgrund der Hürde und der Zeit, die wir dafür benötigen würden, um eine europäische Öffentlichkeit herzustellen, ist das doch fast aussichtslos, oder? Das ist richtig. Und wir haben eben leider keine demokratische Europäische Union und die Lösungen bringen uns ja weiter davon weg. Also meine Lösungen sind halt auch nur punktuell. Wir müssen eben aus dieser Erpressungsspirale rauskommen. Wir müssen es zulassen, dass Griechenland austritt. Wir müssen endlich anfangen, die Banken zur Verantwortung zu ziehen und auch zu verstaatlichen, wenn sie pleite sind, um da aufzuräumen. Und dann könnte Spanien auch den Sektor selber lösen. Dann würden die ihren Bankensektor teilverstaatlichen, dann bräuchten sie vielleicht Hilfskredite von Frankreich und Deutschland, das würden sie dann schon kriegen. Also wenn wir zumindest diese Erpressungsspiralen etwas aufbrechen, dann sind wir auch schon ein Stückchen weiter. Brauchen die Finanzmärkte Krisen, um einfach Arbitragegeschäfte machen zu können, Opportunitäten zu haben? Und wie würden Sie die Lage beurteilen, wenn der Euroverbund wirklich auseinanderfallen würde? Dann wären doch die europäischen Staaten eigentlich Spielbälle für die Finanzmärkte, oder? Die europäischen Staaten sind jetzt Spielbälle. Der Euro macht sie zum perfekten Spielball. Also wenn das auseinanderfallen würde, wie gesagt, ich hätte da größte politische Sorgen wegen der Zusammenarbeit Frankreich-Deutschland. Ich wünsche mir das nicht. Aber dann würde sich sofort zum Beispiel ein deutscher Währungsraum bilden, wie wir ihn auch vor dem EWS, also vor dem europäischen Währungssystem hatten. Da haben ohne jämtliche Verträge die holländische Notenbank, die österreichische, die belgische haben einfach quasi in Union mit der Bundesbank agiert, ohne dass es jemals eine formal vereinbarte Zusammenarbeit gab, weil diese Länder letztlich ökonomisch schon sehr stark integriert wären. Wir hätten also sofort einen deutsch-österreichisch-belgischen, niederländischen, vielleicht auch etwas größeren Währungsverbund, formell oder informell, der würde aufwerten. Also das mit dem Spielball, das sehe ich noch nicht. Wie bewerten Sie die Schweizer Lage im Augenblick? Da habe ich Informationen, dass die Notenbank in einem Monat 60 Milliarden Franken in den Markt werfen musste, um Euro zu kaufen oder Staatsanleihen oder Sachvermögen, um den Wechselkurs, der ja angebunden ist, zu verteidigen. Wie schätzen Sie diese Situation ein mit der Schweiz zum Euro? Ja, der Druck nimmt ja wieder zu auf den Schweizer Franken und das ist natürlich tendenziell eine Hartwährung. Aber erstmal zeigt das, ich meine, die macht das jetzt seit einem Jahr und das ist ein sehr kleines Land, dass man Währungen auch verteidigen kann. Also die Märkte, das ist halt überhaupt keine Chance. Also wenn es in so einem kleinen Land wie der Schweiz, die zugegebenermaßen wirtschaftlich gut dastehen, funktioniert, dann zeigt das, dass die Politik sowas auch kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt die Summen, die man da machen musste, größer sind. Aber die Schweizer Nationalbank muss ja im Prinzip nur Franken drucken, die emittieren und dafür Dollar kaufen. Dann hat sie ihr Ziel erreicht. Damit steigert sie natürlich den Frankenumlauf und heizt die Inflation im Lande an, was wir in Deutschland in den 60ern als importierte Inflation bezahlt haben. Aber ich halte die Politik der Schweizerischen Nationalbank letztlich für richtig, weil diese massive Aufwertung des Franken schon viele Industrien mittlerweile extrem dort unter Druck gesetzt hat. Ich hatte die Frage, also wir hatten jetzt vor 2 Wochen ein Gespräch also mit dem ecuadorianischen Botschafter und mit jemandem von Serida. Und da ging es darum, also muss denn Griechenland überhaupt den Euro aufgeben? Es gibt nämlich in Ecuador so eine erstaunliche Geschichte. Ecuador hat seit 2000 den US-Dollar als Währung und hat 2008 den Schuldenschnitt gemacht mit 70% an Schulden. Und das hat dem Dollar überhaupt nichts gemacht. Und Ecuador hat immer noch den Dollar. Und die zweite Frage ist also, sollte man nicht einfach wirklich wieder also die volle Haftung also bei diesen Banken einführen? Ja, zweite Frage zuerst, selbstverständlich. Also wir haben ja die ganze Zeit diskutiert, dass wir die Banken auf unsere Kosten retten. Dazu müssen sie mehr Eigenkapital haben. Das ist jetzt in der Krise, geht das nur, indem wir
sie teilverstaatlichen, denn sonst müssten sie Kredite zurückführen. Haftung, also absolut d'accord. Es gibt einen Unterschied zwischen Ecuador und Griechenland. Ecuador hat quasi den Dollar von außen eingeführt, hat aber keine in dem Sinne Zentralbank, die also auch noch Dollars emittieren kann. Die griechische Zentralbank kann über die Europäische Zentralbank quasi Geld drucken. Das kann Ecuador nicht. Also Griechenland ohne Zentralbank mit dem Euro, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wäre klasse, würden aber die Griechen sicherlich nicht gut finden. Dann hätten sie nämlich nicht mehr die Möglichkeiten, sich im Norden zu verschulden und Geld zu drücken. Dann wären sie ganz streng an die Devisenbeschaffung gebunden. Das würde also quasi eine völlige Veränderung der Struktur der Europäischen Zentralbank bedeuten. Ich hätte eine Frage, die jetzt ein bisschen vielleicht ein Sprung ist, aber ich würde sie gerne noch loswerden. Es geht um Folgendes. Die Bundesbank hat bis 2007 in ihren Schulungsunterlagen die Geldschöpfung so erklärt, dass es halt die multiple Geldschöpfung gibt, in der Geld weiter verliehen wird von den Geschäftsbanken. Seit 2008 schreibt sie das anders dort und erklärt es mit einer Bilanzverlängerung, die stattfindet. Das heißt, ein Sparer ist nicht mehr nötig, um einen Giralgeldkredit zu schöpfen, weil er in einer Bilanzverlängerung entsteht. Können Sie mir erklären, warum die Bundesbank bis 2007 eine völlig falsche Darstellung erklärt hat und so sozusagen dem Volk erklärt hat, wie Geld funktioniert? 2009 war das sogar. Die haben im Grunde genommen gesagt, an der Geldschöpfung wird niemand reich. Und die haben das so erklärt, dass im Grunde genommen die Sparer an die Banken das Geld geben und das ist das Geld, was dann die Banken weiter verleihen können. Und dieses Prinzip wurde dann jetzt umgeändert in der neuen Auflage und jetzt geht es in Richtung die, wie es aus meiner Sicht auch richtig ist, dass nämlich Geldschöpfung stattfindet, indem Darlehenskonto an Girokonto Bank, dass auf diese Art und Weise Geld geschöpft wird. Also durch Kreditvergabe bzw. Bilanzverlängerung, Herr Professor Otte. Naja, das, wenn ich das so mir anhöre, dann ist das jetzt einfach, man braucht den Mythos nicht mehr, den man vorher hatte, um der Aufschrei hält sich in Grenzen und jetzt kann man langsam mit der Wahrheit rausrücken, so ungefähr. So hat es Professor Pner auch auf der Konferenz gesagt. Er hat gesagt, das ist ein Mythos, aus nichts wird etwas. Samira als Nächste, bitte. Ja, Herr Professor Oetre, ich wollte fragen, was verstehen Sie denn in einem Kreditgeldsystem unter Eigenkapital, wenn die Guthaben der einen doch immer nur die Schulden der anderen sind? Wir hatten ja gerade das Thema Geldschöpfung. Na, das ist schon was anderes. Also die, wenn ich Eigenkapital reinstecke, also wenn ich quasi Eigentümer, Miteigentümer der Deutschen Bank wäre, hätte ich ja irgendwo Geld gespart. Vermögen würde das dieser Firma zur Verfügung stellen. Das Geld ist ja dann in der Firma drin, das kommt nie wieder raus. Das gehört, also ob es GmbH oder AG ist, Eigenkapital ist, gehört sozusagen zur Grundausstattung dieser Firma. Dieses Eigenkapital hat Eigentümer, also ich wäre einer dieser Eigentümer. Und dieses Eigenkapital, wenn wir sagen, bei der Deutschen Bank oder bei einer Bank sollte es mindestens 7% der Bilanz ausmachen, dann wären nur die anderen 93% oder 90% wären Kredite oder Einlagen. So, und wenn jetzt die Bank sich verzockt, ist mein Geld weg. Mein Geld kommt nie wieder raus aus der Bank. Das habe ich der Bank als Eigenkapital gegeben. Dafür will ich natürlich, wenn die Bank Gewinne macht, will ich was vom Gewinn abhaben. Also Eigenkapital ist die Basis eines nachhaltigen Wirtschaftssystems. Eigenkapital erhöht Haftung, erhöht Verantwortung, hat mit Krediten nichts zu tun. Aber das Geld, was ich gespart habe, ist doch überhaupt nur entstanden auf der Grundlage von Bilanzverlängerung, weil irgendjemand einen Kredit aufgenommen hat. Das ist doch nur eine mikroökonomische Kurzsicht, mein Guthaben losgelöst von der Schuld, aus der es entstanden ist, zu sehen. Und die Erhöhung von Eigenkapital bedeutet doch demzufolge, dass ja letztendlich die Kreditmenge erhöht werden muss, damit mehr Spargeld entsteht. Nein, überhaupt nicht. Das ist ein fundamentales Missverständnis. Das eine ist der Kreditkreislauf, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber nehmen Sie an, Sie verdienen Geld, haben einen Lohn, zwacken davon 2000 Euro ab und stecken das in ein Geschäft rein, und zwar als Eigenkapital. Dann ist das Geld bei Ihnen weg, das haben Sie ehrlich verdient und es steckt fest in dieser Bank drin und Sie können es auch nicht mehr rausnehmen. Sie können es nie wieder rausnehmen. Es steckt unten als Aktienkapital oder als GmbH-Kapital drin. Für den Fall, dass, wenn die Bank mal pleite ist, dass dieses Kapital dann haftet. Den Nutzen, den Sie haben, ist, wenn die Bank oder das Unternehmen Gewinn macht, dass Sie dann ein Stück vom Gewinn bekommen.
Aber abzwacken heißt, dass ich von dem Geld, was ich verdient habe, was aber aus zum Beispiel dem Kredit meines Arbeitgebers entstanden ist, etwas nicht in den Kreislauf zurückführe und damit dem Unternehmer nicht die Möglichkeit gebe, seine Kredite zu tilgen, weil ich das Geld festlege als Eigenkapital. Das ist doch blockiertes Geld. Das ist Geld, was eben nicht im Kreislauf ist. Ja, genau das will ja die Hochfinanz. Die will ja überall das Eigenkapital abbauen, damit der Kreditzyklus und die Geldschöpfung noch weiter explodieren und dass man noch mehr Geld mit Geld verdienen kann. Also wenn Sie Eigenkapital haben, dann stoppen Sie zumindest das Geld mit Geld verdienen. Ich habe dann eine ergänzende Frage. Muss man nicht einen Unterschied machen zwischen dem Eigenkapital von Unternehmen oder sprich von Nichtbanken und dem Eigenkapital von Banken? Weil im Grunde genommen entsteht ja das Eigenkapital der Banken, ist technisch gesehen eine Geldvernichtung. Könnte man so sagen, aber deswegen brauchen sie trotzdem Eigenkapital, um eben zu haften. Also erstens ist die Geldvernichtung gut, denn je mehr Eigenkapital sie in der Bankbilanz haben, desto weniger Geldschöpfung können sie ja machen. Wenn sie also sagen, die Bank muss 10% vorhalten, dann müssen sie 10% dem Geldkreislauf entziehen, damit es als Eigenkapital zur Verfügung steht und können die Bank nur noch 10-fach hebeln. Es wäre der begrenzende Faktor, mit dem praktisch die Geldschöpfung des Bankensektors beschränkt wird. Das ist ja eine andere Form, wie man die Geldmengensteuerung machen könnte. Deswegen plädiere ich ja auch für einheitlich höhere Eigenkapitalquoten. Natürlich ist Vollgeld auch eine schöne Sache. Das halte ich im Moment für politisch für noch zu weit gegriffen, aber Eigenkapital wäre mal der erste Schritt. Das Eigenkapital wird ja aber durch die Vorgaben aus Brüssel und die wahrscheinlich auch wieder durch Lobbyismus bewirkt worden sind, schlechter gestellt und höher besteuert als das Fremdkapital. Das fördert das ja auch noch einmal. Ja gut, was heißt schlechter besteuert? Es wird höher, schlechter gestellt. Es ist eher anders, dass sie für Spekulationsgeschäfte oftmals weniger Eigenkapital brauchen als für Kreditgeschäfte und dass damit die Kreditvergabe der normalen Geschäftsbanken an Mittelständler und so weiter bestraft wird und dass Kapitalmarktgeschäfte belohnt werden. Also das ist eher das Problem aus meiner Sicht. Ich glaube, die Frage war ein bisschen anders gemeint, und zwar die, bei der Berechnung des zu versteuernden Gewinns werden zunächst mal die Schulden des Fremdkapitals abgezogen und dann wird auf den Rest wird der Gewinn dann besteuert. Und das wäre diese Bevorzugung des Fremdkapitals. Das ist aber essentiell für, also das ist Grund, so wie Eigenkapital für ein dezentrales, haftendes Wirtschaftssystem wichtig ist, ist natürlich auch wichtig, dass Fremdkapital bevorzugt behandelt wird. Denn Fremdkapital bekommt weniger Zinsen, aber es steht im Haftungsfalle natürlich vor dem Eigenkapital. Also dafür hat aber das Eigenkapitalgeber natürlich, wenn ein Unternehmen sehr, sehr erfolgreich ist, hat er auch den Gewinn nach Abzug Fremdkapital. Bei Fremdkapital gibt es eben einen Haftungsvorrang, eine Fresteverzinsung. Aber auch Fremdkapital kann ja, wenn der Laden völlig pleite ist, kann ja auch ausfallen. So ist es ja nicht. Aber Haftungsvorrang heißt ja im Falle der Insolvenz, muss doch nicht im Besteuerungsfalle heißen. Tja, gut, also kann man mal drüber nachdenken, warum nicht? Ich möchte noch mal ganz kurz zu Vollgeld und seiner Verwendung, wenn eine Zentralbank die Staaten finanzieren würde, ganz kurz zurückkommen. Wir haben ja die Probleme der Währungsunion laut Professor Flassbeck dadurch bekommen, dass Deutschland Lohnzurückhaltung geübt hat und unterhalb der Inflationszielgröße lag von 2%, nämlich mit 0,7 innerhalb von 10 Jahren. Die Südländer, haben wir ja schon gesagt, haben privat und staatlich, je nachdem welches Land man betrachtet, darüber gelegen, glaube ich mit 3,5 bis 3,8%, und haben zu große Lohnsteigerung oder zu große private Kreditvergabe gehabt, um wo Blasen entstanden sind. Die einzige Nation, die sich laut Flassbeck da richtig verhalten hat, war Frankreich, die entlang der Korridore und entlang der Lohnsteigerung des Produktivitätswachstums gegangen ist. Wenn wir jetzt aber Vollgeld direkt einsetzen würden von der Zentralbank und sie praktisch jedes Jahr eine Geldmenge angepasst an das Potenzialwachstum eines jeden Bundeslandes in dieser Föderation geben würde, Herr Professor Otte, dann könnten wir doch diesen Effekt, diesen nachteiligen Effekt in einer Währungsunion durch dieses Vorgehen eigentlich beherrschbar machen. Bin ich skeptisch, wie ich auch bei der ganzen Argumentation skeptisch bin. Natürlich gibt es die Unterschiede in den Lohnentwicklungen, aber selbst wenn Sie jetzt die Geldmengenentwicklung in den Ländern steuern über Vollgeld, was machen Sie mit dem Zinsniveau? Also das könnte sich ja in Europa doch wieder nivellieren oder was auch immer damit passiert. Also wir haben eben
in der Währungsunion nicht mehr die Möglichkeit, über Zinsniveau zu steuern. Ich möchte vielleicht noch zwei Fragen zulassen. Keine Frage, wollte mich nur bedanken. Das war superb, richtig vernünftige Argumentation zu hören. Vielen Dank, alles Gute. Ja, was mich besonders freut, ist eine sehr, sehr vernünftige Argumentation von einem Engländer zu hören. Ich habe viele englische Freunde, aber die meisten würden anders argumentieren. Oder aber wenn Sie sagen, dass auch viele Ihrer Bekannten ähnlich wie Sie denken, dann gibt das Anlass zur Hoffnung. Ja, Herr Professor Orte, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre engagierte Diskussion mit uns. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht und Sie konnten sich überzeugen, dass bei der AG Geldordnung der Piratenpartei vernünftig über Geld nachgedacht wird und über die Eurokrise. Da ist richtig was los, da wird richtig nachgedacht. Das vermisst man den anderen doch häufig und deswegen freue ich mich, dass es Sie gibt. Herr Otte, sind Sie sicher, dass nach dieser Diskussion sich nicht auf der schwarzen Liste der Hochfinanz jetzt angekommen sind? Das ist mir relativ egal. Also ich krieg sogar, letztes Jahr habe ich zumindest noch die Einladung zu dem Bankenkongress in Frankfurt gekriegt. Ich konnte nicht hin, aber mal gucken, ob sie dieses Jahr wiederkommt. Aber ich habe da kein Problem mit, das zu erzählen. Man wird dann halt nicht zu bestimmten Diskussionen oder Foren eingeladen, aber sonst mehr ist noch nicht passiert. Besten Dank. Wir verabschieden Professor Otte jetzt und wir werden vielleicht die nächsten Tage nochmal telefonieren oder mit dem Herrn Stiller und dann eine Nachbetrachtung machen. Aber für heute Abend vielen, vielen Dank und gute Fahrt morgen, gute Reise. Danke und allen alles Gute.